Ja, Leute, endlich geht's weiter mit Zelda Breath of the Wild. Ja, schön hier am Angelstädt. Ja, lasst uns alle schwimmen und baden und da. Wie Link da steht. Link, was los? Auf jeden Fall geht's heute weiter. Wir haben im letzten Part richtig krass. Im letzten Part vor allem. Im letzten Stream haben wir hier schon mal einige Erinnerungen aufgestockt. Heute würde ich gerne die anderen fünf verbleibenden Erinnerungen noch finden. Ich sage ja nur der hier, ja. Das war voll der Krampf, den zu finden. Nee, warte mal, das war der hier, ne? Nee, welcher war denn nochmal? Der hier. Das war voll der Krampf, den zu finden, Mann. Und ich habe einfach instant gefunden. Naja. So. Jetzt ist noch nicht schlimm, na dann ist gut. Toll, ich wollte gerade anfangen, selber zu zocken und Blackie fängt an zu streamen. Ich streame schon seit einer Stunde. Junge, mach FB aus. Fuck, du hast recht. Du hast recht. Oh, sag mir, das ist ja kein Hup, hup. Wie mir alle bei. Wie mir hier alle. Mann, Mann, Mann. So, Freunde. Ja. Was? Keks? Was mit Keks? Ich bin Zelda-Fan, aber noch kein einziges Zelda-Spiel gezockt. Dann kannst du kein Zelda-Fan sein. Was zur Hölle? Naja, Clash, also ganz ehrlich, ich finde es immer noch sinnvoller, sich jetzt eine Wii U zu holen als eine Switch. Viel, viel sinnvoller. Nils, willst du Tipps, wo die restlichen Erinnerungen sind? Mindestens drei, weiß ich noch auswendig. Ja, also wenn ich wirklich keinen Plan habe, wenn ich mir angucke und wirklich keinen Plan habe. Dann frage ich nach Tipps. Ne, du olle Krabbe, komm mal her hier. Ach, das ist immer so schön hier. Ne, ihr ollen Kühe. Hallo. Yeah! Okay, man kann sie nicht töten. Schade. Ist sie vielleicht ein Krog? Verarscht er mich. Swap! Er versteckt sich irgendwo in Krog. Ich weiß es, Leute, ich weiß es. Ich bin Krog-Sammlungsbeauftragter. Ja, ich bin der König der Welt! Der König von Angelstädt. Ich kann ja mal nochmal, wenn wir schon dabei sind und hier so ein bisschen chillen, dann kann ich ja gleich nochmal nach Durian-Früchte ausschalten. So. Oh ja, hol dir mal ein Ice Red, ich will auch. Naja, Knusperkeks, du musst da irgendein Zelda zocken. Oder was? Musst doch Zelda zocken. Wollte ich jetzt nicht traurig machen damit. Ich glaube, ich poste nochmal schnell irgendwie was von wegen. So, posten wir nochmal schnell, dass wir online sind. Jetzt wieder online in Zelda Brot of the Weizen. Wie mein Handy immer zur schreibt. Breath of Zur Wild. So, twitch.tv/blackylive. Ausrufezeichen. Schaut doch rein. Ne? Schaut doch rein. Es geht sicher noch eine Weile. Heute sammle ich Erinnerungen. Mann, Handy. Brot aufs Weizen. Komm, ich spiele nebenher auch und such ein paar Crocs. Danke fürs Motivieren, Blicke. Ja, gerne, Wuffel. Hab Phantom Hourglass angefangen. Aber ich will nicht sechsmal in einen Tempel rein. Ja, Phantom Hourglass ist auch richtig scheiße. Spielt doch nicht.
Spiel doch mal richtige Zelda. Ach, Knusperkeksi, wir müssen dich noch erziehen, wa? Breath of the Wild! Ja gut, wenn du sie alle als LP geschaut hast, also ich dachte, du kennst die Spiele halt gar nicht. So, posten. Mein erstes Zelda war Ocarina of Time damals. Das war geil. Dann die Oracle Games, dann Majora's Mask. Und auf Instagram mache ich auch noch einen Post. Ein Post. So, deine Story. Mache ich wieder ein cooles Video? Blutmond. Der Blutmond, Leute. Wir müssen Leunen jagen. Ja. Geil. Wie weit wohnt man jetzt eigentlich von dir weg? Bist du ja umgezogen? Sorry für Aufträge. Na, ein bisschen, aber wir wohnen halt beide in Berlin. Ich kann ihn jederzeit sehen, wenn ich möchte. Kostet nur 2,70. Kostet nur 2,70. Blutmond, Leute, Blutmond, ja! Leute, ahoi! So, Freunde, wir zocken wieder Breath of the Wild. Heute werden die restlichen Erinnerungen gesammelt und vielleicht wird der Endboss angezockt oder richtig fertig gemacht. Schaut doch rein, Link wie immer im Profil. Wir sehen uns. Ach ja, ist immer so komisch, so eine Story zu machen auf Instagram, aber naja, ihr kennt's ja, ihr wisst ja. Gib mir das Spiel ohne Motion-Steuerung und ich kann mich mit anfreunden. Ja, da bin ich ja schon fast richtig, um hier direkt einen Leuten zu jagen, wa? Warte mal, ich bin ja am falschen. Ich will doch. Hier will ich doch hin, mein Gott. Warum sagt der Kinder was, Leute? Es wird immer noch gepostet. Mann, poste schnell, Handy. Guten Abend, hi Blacky, hi Kasram, na? Ben war der Name, oder? Ben! So, ist die Story oben? Die Story ist oben. Yes! Oh, Knacks! Oh, mein Rücken! Oh, ich wünsche, ich könnte gerade irgendwen, der mir einfach hier so mal rindrückt und keine Ahnung. Oh. Jetzt geht's los! Auf zu meinen Durianfrüchten! Und da sind sie auch wieder, geil! Zack, meins! Yeah, so! Mit welchem Schwert verkloppe ich sie denn jetzt? Einen Dosenöffner habe ich gerade leider nicht dabei. Doch, mit dem Dosenöffner! Zwei Schläge vom Dosenöffner, die Typen sind down! So. So, habe ich irgendeine Waffe, mit der ich jetzt so cool hier die Dinger abschnetzeln kann? Nee, Master Sword muss herhalten. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich jetzt erstmal wieder Durianfrüchte sammle. Aber ihr kennt das ja, Man muss immer gut vorbereitet sein, man braucht immer viel Essen. Viel starkes Essen. Da greift mich ja an, hä? Ach man, nicht die Dudes. Was willst du denn? Mal die Fresse! Dosenöffner, ahoi! Ben ist richtig, hat aber nichts mit dem Ben aus Majora's Mask. Ja, weiß ich ja, hast ja gesagt, dass du so heißt, ne? Der Wave! Hi Wave, na? Schön, dass du reinschaltest, Nils. Hm, was ist los? Wuffel, das bin ich... das bin ich wirklich nicht. Was, worum geht's gerade? Du bist aber nicht faul. Oh, ich sehe gerade, Nils besitzt den Hügerschild. Hast du den gestern geholt? Vorgestern, ganz am Ende des Streams, haben wir den Hügerschild noch geholt. Finn hat auch lieb drum gebeten, er wollte ihn gerne mal sehen und ich dachte mir, das ist noch eine gute Tat für den Stream, um den Stream so gebührend abzuschließen sozusagen. Dann haben wir uns den Hügerschild gegönnt. War schon nice.
Ach, ich liebe es, Durian Früchte zu sammeln. Ich weiß nicht warum, er macht irgendwie so einen Spaß. Ah, Fledermäuse. Was fällt denen ein? Ich bin Wave Styles. Ach, Rave Stühles. Hab leider nicht viel Zeit. Ja, ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wenn du nicht viel Zeit hast, ist, ich glaube, ich kann es verkraften, wenn du nicht dabei bist und zuguckst. Alter, die ganzen Echsen. Wow, yeah. Hallo Leute. Hey Finn. Na, schön, dass du da bist. So, alles klar. Da war ich aber wirklich schon weg. Ist kein Problem. Ich folge dir so auf Instagram. Ja, geil. Freut mich, geclashed da. Clashy. Schwupp, schwupp. Ey, Finn, voll cool, dass auch du reinschaltest. Freut mich, dass du Zeit findest. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, ne? Der Red hat nämlich gerade gefragt, wann ich den Hühnerschild geholt habe. Habe ich halt gesagt, ja, du hast dir das auch nochmal so ein bisschen gewünscht. Und ja, da ist er, der Finn. So, da ist wieder Farodra. Du Sau, komm zurück, ich will dir... Warte mal. Der kommt doch gleich wieder raus, ne? Der kommt doch gleich wieder neu. Der Farodra, der müsste doch gleich wieder neu rauskommen. Und ich schnapp mir nochmal einen Leunen. Ich bin ja hier gleich in der Nähe von einem Leunen. Liebe für Finn. Wieso vom Teufel? Also dieses Sprichwort, du kennst es. Swap. Die Haare vom Kopf geballert. Ja, kommt da Nils. Genau. Kann man Leuten zähmen? Leider nicht. Man kann sich halt draufsetzen. Ich habe auch zuerst gedacht, man kann die zähmen, aber nee, man kann sich nur draufsetzen und sie dann angreifen. Dann wird man wieder runtergeschmissen. Wer ist Finn? Na hier, Finn, kennst du doch, siehst du doch. Der Bite Things. Liebe für Finn, was ist hier los? Na Finn, wir lieben dich. Also nicht falsch verstehen, bitte. Da kommt er! Farodra! Komm her, du Sau! Da ist er! Da ist er! Ich muss schnell sein! Schnell, schnell, schnell! Verdammt! Schnell! Ich brauche ein Horn! Bam! Yeah! Oh! Au! Wo ist es hingeflogen? Wo ist es hingeflogen? Ich sehe es nicht! Link fliegt schneller! Schwimmt schneller! Farodra, du Sau, wo hast du das jetzt hingeschossen? Ist es da? Nee. Bis gleich, Papa. Papa Ratte, haut ab, oder was? Achso, ja. Viel Erfolg beim Essen machen. Wenn der Rivali mal vergisst. Ah, Rivali Sturm, na klar. Oh, Mann. Ja, ganz ehrlich, das geht immer so unter bei mir. Das geht immer so unter. Das ist so geil und das geht immer so unter bei mir. Ich vergesse echt immer Rivali Sturmskill. Ah, so. Wer ist Finn? Niemand. Kappa! Hey, wo ist denn. Ach, da oben, oh, Farodra! Wo fliegst du denn hin? Blicky, ich will euch was zeigen. Wie? Was willst du denn zeigen? Erzähl mal. Ja, mir tut so der Rücken weh, Alter. Das nervt so. Ah, Mann. Da ist es. Aua! Nein, aua, Mann, nein! Voll fies! Link, was machst du denn? Oh Mann! Link, ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe von Farodra immer bei der Hühnerbrücke gefarmt und sogar rausgefunden, wie ich ihn da triggern kann. Muss zur Prärie von Firon. Westlich von dem Turm bei dem einen See, wo auch der Drache ist. Werde ich sofort machen, Finn, aber erstmal muss ich jetzt ganz schnell da hoch. Da ist ein Krog! Da ist ein Krog! Ich hab einen Krog gefunden, Leute! Wenn hier kein Krog ist, dann weiß ich auch nicht.
Fail, oh Mann. Leute, jetzt seid ihr so fies. Ja! Den hatte ich sonst nicht entdeckt, Leute. Hier, du Sau. Hä, wo war das nochmal? War das hier? Ja. Hornsplitter. So, und jetzt noch immer hier hoch. Finde ich, kill schnell den Leuten und dann holen wir, dann gehen wir dahin, was du uns zeigen wolltest. Blacky wurde vom Steinbock geprankt! Danke dafür, Blacky. Gut, so brauchen wir diese Verroderschuppenhörner. Clashy, das ist, wenn du Ausrüstung auf die höchste Stufe aufrüsten willst, dann brauchst du immer wieder sowas. So, zum Kochen, Verstärken von Rüstung oder um damit Geld zu machen. Ich gehe mal lurken, muss mein View testen. Alles klar. Jetzt hast du den Sprint-Bug benutzt. Achso, danke. Ja, ne, jetzt eh mal, was ist denn los? Ist doch alles cool. Wenn man sonst keine Ausdauer mehr hat. Willkommen zurück, Nano. Was ich gerade nur schade finde, ist halt, wie gesagt, Leute. Ihr wisst es, Leute. Dass einfach niemand zuguckt. Ne, was heißt niemand zuguckt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind schon wieder weniger als. Ne, egal. So, jetzt rüste ich erstmal hier meine Superrüstung aus. Was heißt Superrüstung? Ich rüste einfach gerade meine stärkste Rüstung aus. Denn so habe ich einfach 84 Schutz, ja. Und da kommt einfach kein Gegner gegen mich an. Das ist so brutal. Oh, Minotaurus ist da. Gerade frisch von der Arbeit gekommen. Cool, hast du noch nicht so viel verpasst? Oh, hallo. Hast du noch nicht so viel verpasst? Freut mich, dass du reinschaltest. Finn, meinst du am Hühnersee? Ich kill die mal mit seinem eigenen Zahnstocher. Hallo, Freund. Ich brauche mal mehr Pfeile. Attacke! Und Attacke! Und tschüss, Mann! Jetzt kill ich ihn aber richtig. Oder auch nicht. Ah, ich habe ja gar keinen Bogen. Ich frage mich, wieso habe ich keinen Bogen ausgerüstet? Aber ist ja ganz logisch. Und tschüss, Mann! Er lebt immer noch. Los, Master Sword! Kill ihn! Da ist es kaputt. Finn, Mann! Finn! Was ist denn los? Schrei doch Finn nicht so an! Der Schuss ist ja übel fancy. Siehst du aus, Blacky? Es sind auf jeden Fall immer mindestens 30 Leute. Oder nee, sie ist so, Blacky. Ja, gerade. Stimmt, gerade sind wir. Ne? Genau. So, gucken wir mal. Noch ein neuer Zahnstocher für mich. Mit mehr Damage. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Leuten-Shit. 20 Elektropfeile. Was auch schon mal cool ist. Und ein, was für einen Bogen haben wir? Wir haben einen mit Schnellfeuer. Yeah. Eigentlich, ja. So, und es gibt halt noch einen Leuen, der wirklich schnell zu erreichen ist. Und da gehe ich jetzt auch nochmal hin. Weil wir müssen Leuen killen, Leute. Wir müssen Leuen killen. Mami, hä, Finn, was los? Nicht weinen. Jetzt machen wir nochmal schnell den Leuen. Und dann gehen wir dahin, wo Finn gesagt hat. Und hi Henrik, schön, dass du reinschaltest. Musst heute Abend gar nicht arbeiten. Aber cool, freut mich. Freut mich, dass du Zeit und Bock hast. Ach, das ist schön. Der Henrik, der schaut auch immer relativ oder ja fast immer rein. Das ist voll schön, das freut mich voll. So, die Leute noch und dann bin ich weg. Och, Clashy, warum? Soll das machen, was ich gesagt habe?
keine neuen killen. Ach, Finn. Einmal noch, Finn, komm. Oder, ja, okay, ist okay, Finn. So, dann porten wir uns mal zum... Soll ich mich zum Turm oder hier? Oder ich port mich mal hier hin, weil von hier aus kann ich überall hinfliegen, ja? Was soll denn da sein, Finn? Stewie, der Prankster. Wer braucht schon iPhone oder iPad, wenn man Isle of Urgot hat? Hallo an alle. Hi, Lari, wenn... Lari, oh, dich haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist. Kommt mir zumindest so vor, ne? Und hallo, Nilsi. Ja, wollte gerade sagen, Lari, dich habe ich da auch schon eine Weile nicht mehr hier gesehen. Oh, geil, Henrik. Reservoir Fly. Fly. Frei. Nice. Okay, zum Turm. Alles klar, Finn. Toll gemacht, Nils. Du hast bei mir den Blutmond getriggert. Ja, ist doch voll gut. Kannst du wieder Leuten jagen. Leuten sind die Beste. So, willkommen zurück, Marcel. So, pass auf, ich mach mal nebenbei, weil ich habe gerade gelesen, es gab eine Spende. Leute, was ist denn los? Ihr seid schon wieder so crazy, wa? Dann muss ich jetzt mal kurz aufmachen hier. Danke dafür, Albladi. Erstmal die Spende nicht bemerken. Das Problem ist, das ploppt da ganz hinten auf. Und ich bin ja hier. Ich gucke da auf dem Fernseher und da ist die Spende. Deswegen gucke ich jetzt so. So. Oh, von Minotaurus schon wieder. Ach, das ist aber lieb. Dankeschön. Ohne Nachricht. Einfach so. Einfach so 5 Euro. Vielen lieben Dank dafür, Minotaurus. Mensch, ey. Aber nicht, dass du dir jetzt denkst, du musst immer einfach sowas spenden. Nein. Also ich hoffe, du machst das auf freien Stücken und nicht, weil dich irgendjemand dazu zwingt oder so. Du musst jetzt immer, wenn du Blackie zuguckst, musst du jemand spenden. Nein. Ich hoffe, du hast das nur aus freien Stücken gemacht und fühlst dich zu sowas nicht gezwungen oder so. Aber vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Support. Ich freue mich sehr drüber. Und ich hoffe, dass der Stream heute sehr unterhaltsam für dich wird und dass du dich schön vom Tag erholen kannst und erholen wirst. Dankeschön nochmal, sehr lieb von dir. So, kann sein, dass du noch einen Turm links daneben musst. Wie jetzt hier, doch Hüldersee oder was? Warte mal, Prärie von Firon, da soll ich hin, hast du gesagt. Da muss ich hier hin. So, danke dafür, Idiot. What the fuck? Oder Idiot. Fußkrampf, ah, danke dafür. Leute, jetzt chillt mal. Halt, meine Hüldersee. Mann, Finn, entscheide dich mal. Hab doch gesagt, wenn ich es schaffe, komme ich rein und guck dir zu. Das stimmt. Ja, genau. Nimm Marcel, ist richtig so. So, in die Prärie von Firon, finde ich. Flieg einfach mal hier rein, ja? Ja, dahin! Weg aus dem Osten! Also, Finn, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Sag's mir, mein Junge. Was möchtest du uns zeigen? Gibt's eine Finn-Statue? Und nun Richtung Westen fliegen. Ja, das dachte ich mir schon. Oder einfach hier oben. Nimm mal irgendeinen Namen, wo ich hin muss. Irgendeinen Namen. Finn dirigiert Blacky durchs ganze Spiel. Backseat Gaming incoming! Blacky, mach das und das! Blacky, geh so und so! Dann kann ich ja gleich gucken. Ob der olle Farodra sich immer blicken lässt, wa? In die Tegel-Ebene. Hi Klatsch, schön, dass du reinschaltest. So, in die Tegeli-Ebene, also hier hin. Gut. Dann ungefähr so, ja. Ach, ich habe ja kein... Nee, warte mal. Wie lange braucht er noch? Eine Minute, warten wir noch. Ich erfülle Blacky einen Wunsch. Ab zur Finn-Statue. Na, ich bin da mal jetzt weg. Schade, Clashy. Aber hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du hattest auch gute Unterhaltung und wirst hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Ansonsten, hab noch einen schönen Abend, schlafe später schön, träum was Tolles. Und bis dann. Ja, wie geht's euch? Uns geht's gut. Oder mir zumindest. Ich kann dir sagen, wenn der bei den Inseln spawnt, Blacky. Ja, kannst du mir gerne sagen. Kannst du mir gerne sagen. So, Rivali, mach mal schnell jetzt hier. Wir wollen los. Bythings wurde gebannt. Wurde gar nicht. Ich komme noch wieder. Ah, sehr schön. Das ist schön. Das höre ich gerne. Hülya über alles. Was soll das? Wenn ich alle Crocs habe. So, dann gedulde ich mich noch. So, los, Rivali. Wir wollen los.
Wie cool Link einfach aussieht, weil er ist so cool mit seinem Zahnstand, mit seinem Dosenöffner. Mein Spiegelbild sagt mir, ich muss spenden. Für sympathische Streamer, die man noch nicht zappen kann. Revalis Sturm ist bereit. Ja! Spendet man auch gerne ein bisschen. Ach, Dankeschön. Das ist wirklich super lieb von dir und das ist auf jeden Fall auch nee, richtig tolle Worte. Dankeschön. Freut mich sehr, wenn du mich so supporten möchtest. Dankeschön. Ja, ganz lange warten jetzt, Frau Roland haut immer morgens dort auf. Noch nur, wenn du eine bestimmte Stelle auf der Brücke überquerst. Boah! Und zwar um 0.10 Uhr bei der Brücke da unten. Okay. Und dann gleich so, Revalis Sturm ist bereit. Los geht's, Freunde. Ja! Ja! Danke dafür, I Love Uwe. Oh lol, das war sogar richtig. Ja, ne? War richtig, Marcel. Ach man, das ist so schön, hier einfach durch die Gegend zu fliegen. Es ist so schön mit meinem Dosenöffner. Er öffnet jede Dose, die man sich nur vorstellen kann. Was ist denn da für ein Stein? Der dunkle Stein da, der große da. Breath of the Wild, genau, Schniefkuh. Schön, dass du einschaltest. Hi. Freue mich, dich wiederzusehen. Danke an die Spender, so unterstützt ihr Blackie. Ja, ist super lieb, Mann. Ihr seid einfach zu spendabel, Leute. Das ist ja das Krasse, ey. Meine Community ist... Es reicht ja wirklich, wenn man nur dabei ist und zuguckt. Und am besten noch mit mir hier quatscht und schreibt und so. Das ist ja schon Support genug, aber... So viele Leute setzen einfach einen drauf und spenden dann einfach mal einen Fünfer oder so. Das ist so lieb von euch. Danke, Leute. So, ich will ja Blacky auch unterstützen, aber ich kann nicht. Leistet mir was? So, stellt sich nun auf die Tegel-Ebene, wo die drei Gegnerreiter sind. Ja, mach ich. Mach ich, Finn, mach ich. Warte mal. Das ist gleich hier. Also den Hügel da hoch zur Ebene. Abwarten, Elise. Hat Elise irgendwas geschrieben? Elise. Ich sehe nichts von Elise. Hö, bin ich jetzt doof? Ich speichere mal zur Sicherheit. Wer weiß, was Finn vorhat mit mir. So, und dann, dass es noch ein bisschen schneller geht. Einmal hier Feuerstaff. Okay, es klappt nicht so wie es soll. Schade. Tatsächlich war ich hier noch nie, Leute. Und auch hier war ich noch nie. Und hier war ich gefühlt auch noch nie. Und hier nicht. Und hier auch nicht. What the fuck, ich war hier überall noch nicht. So, warte. Stellt sich nun auf die Tegli-Ebene, wo die drei Gegnerreiter sind. Also den Hügel da hoch zur Ebene, ja. Da schaust du dann nach unten, dass die Kamera von oben auf dich schaut. Wo sind denn die drei Gegner? Da müssen drei Reiter sein. Kommt Leute, die suchen wir mal. Yeah! Ein Silberner. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Hey! Ich bin gar nicht da. Lass mich in Ruhe, Mann. Lass mich in Ruhe. Da muss ich dich erst von deinem Ross runterholen. Geil. So, du wirst jetzt einen qualvollen Tod sterben, mein Freund. Weil du so ein hässlicher, dreckiger Typ bist. Ach nee, mein Lanz ist ja kaputt, ne? Nimm mal den neuen Dosenöffner. Die! So, ja genau. Nicht töten. Was? Nicht töten? Stell dich in die Mitte für den Gegner. Okay, jetzt habe ich zwar schon getötet, sorry. Verkackt! Scheiße! Ach ja, die geht trotzdem hin. Auch Finn, der Trick. Geh mal südlicher, da müsste ja sein. Kann trotzdem noch gehen, wa? Verkackt, das wusste ich doch nicht. Oh, und jetzt der hier oder was? Dann, dass ich hier mal Pfeile einsammeln kann oder was?
Fail. Ach, wieso denn? Aua. Ja, so, mach mal. So ist doch mal richtig. Ja. Kannst du Pfeile farmen? Kannst stehen bleiben? Wie kann stehen bleiben? Die treffen mich doch. Die treffen mich nicht? Sind die bekloppt? Die treffen mich nicht? Die treffen mich einfach nicht. Sind die bekloppt? Wieso trefft ihr mich nicht? Seid ihr dämlich oder was? Was ist mit denen los? Oh, er trefft mich doch. Die treffen nicht, solange du stehen bleibst, beziehungsweise nicht anschaust. Okay, ja geil. Bin mal Gassi, bis gleich. Bis gleich, Barki. Ah, finde ich cool, ey. Dann muss ich mir immer Terry tausendmal abklappern. Weil das war ja wirklich echt nervig, Terry immer abzuklappern und zu gucken, ob der Pfeil hat und so. Finn betreibt so intensive Backseat Gaming, dass er gar nicht mehr schreiben kann. Solange du sie nicht anschaust. Ja, cool auf jeden Fall. Sehr cool. Finde ich gut. Finde ich, glaube, du hast mittlerweile auch schon festgestellt, dass ich es liebe, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Ich sag ja nur, meine tausende Chimärenbögen. Alles voll mit Chimärenbögen, das ist so geil. Vor allem die, die Fünfer rausballern. Auf Reddit. Hab den Glitch irgendwo gelesen gehabt. Ja, auf Reddit wird öfter mal sowas gepostet. Nicht so die Kamera runter machen, dann geht's nicht. Auf Reddit, Kappa. I read it on Reddit. Schön von oben drauf schauen. Yep. Das ist echt cool. Ja, wenn ich so 200 Pfeile hab, dann hau ich erstmal ab. Ja, voll cool. Aber ich bin sowieso übelst gut ausgerüstet. Guckt euch das an. Jetzt habe ich hier 117. 125 Feuerpfeile, 109 Eispfeile, 343 Elektropfeile. Ja, also ich werde euch sagen, aber ist schon ein bisschen viel, oder? Blacky, übertreibst du nicht ein bisschen? Nee. Deswegen sagte ich den Trick, weil du Pfeile suchst immer. Ja, voll cool. Die Haltung von Link ändert sich nämlich beim Schauen. Okay. So, bitte mal raus, schönen Abend euch noch. Ach, oh Gott. Oh Gott, hau doch nicht ab, aber nee, ich hoffe auf jeden Fall, du hattest Spaß bei uns, solange wie du da warst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, schlafe schön, träume was Tolles später, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Stream wieder. Das Problem ist, morgen und übermorgen werde ich, also morgen komme ich halt erst so zu 23 Uhr nach Hause von der Arbeit. Ich weiß ja nicht, ob ihr denn Bock habt, noch einen Stream zu gucken. Deswegen morgen erstmal nicht, eventuell nur mega spontan, aber dann auch nur irgendeine Kleinigkeit. Also nichts Zelda, nichts Storymäßiges und so weiter, ne? Ansonsten, Samstag kommt gar kein Stream, da bin ich auf dem Geburtstag leider. Also was heißt leider, der Geburtstag, der wird klasse, das wird richtig toll. Aber leider kann ich deswegen nicht streamen. Sonntag will ich sehr gerne streamen. So. So geil, wie ich nicht treffe. Er ist total abartig. Die treffen mich, ich stehe nur doof rum, die treffen mich nicht. Oder ganz selten, aber macht mir nicht aus, weil ich einfach über 80 Verteidigung habe. Ach ja. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, finde ich echt cool. Jetzt weißt du, was sich der Profi-Modus gibt? Keine Ahnung. Guter Tipp wäre auch, Exafoss und Ranel zu töten. Die geben immer 5 Packs Pfeile. Cool. Jeder Stream ist kostbar. Ich will den Stream. Marci, was der Profi-Anzeigemodus bringt, der blendet alles andere bis auf die Herzen aus. Ja. Oh, so viele Pfeile, das ist so geil. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Also ich weiß halt nicht, wenn ich morgen nach Hause komme, ich kann ja mal gucken, wie ich mich fühle, wie müde ich bin und so weiter. Bei Samstag muss ich halt auch früh aufstehen, ja. Das kommt auch noch dazu. Ich muss halt, warte, wo ist der Plan? Genau, also morgen muss ich dann halt, dann bin ich morgen zu 23 Uhr von der Arbeit zu Hause. Und dann muss ich halt dafür dann schon wieder um 7:30 aufstehen, spätestens. Und zurzeit schlafe ich eigentlich immer bis 12. Also ich glaube, morgen ist Stream wirklich schlecht. Auch wenn ich gerne würde. Aber Sonntag will ich auf jeden Fall streamen. Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Wo stehst du da? Hi, Lisan, ich zeig's dir sofort. So, Lisan, guck mal, du gehst hier vom Turm des Sees, also vom Hylia-See-Bereich aus. Hier siehst du es. Hier oben ist das Schloss nochmal, dass du Bescheid weißt. Hier runter ist der Hylia-See. Vom Turm des Sees aus musst du hier rüber zur Tegli-Ebene. Und hier ist das. Wenn du halt Richtung Norden läufst, dann findest du
eigentlich drei so eine Reiter, aber ich habe halt einer, der hat mich gesehen und hatte irgendwie Bock, mich zu killen. Hier sind halt, genau, zwei Reiter, gerade bei mir, normalerweise sind es drei. Und wenn du so guckst, dann treffen die dich eigentlich fast gar nicht. Ja, und dann kannst du die cool farmen. Ist nicht mal ein Glitch. Mach aber nur ein Stream, wenn du... Ja, ich würde gerne. Ich gucke halt, im gleichen Weg... Ne, im gleichen Zuge gab es einen Weg, Rubine zu farmen. Okay. Tegli-Ebene. Och ne, dann wird's morgen nicht mit streamen. Gehen du und Marcel auf den gleichen Geburtstag? Ach, hi, Lars Retro-Fan, hi. Also Marcel ist sich noch nicht sicher, ob er es wirklich schafft, aber Marcel ist auch auf dem Geburtstag, ja. Wenn er es schafft halt nur, aber das ist noch nicht sicher. Ansonsten... Ist Papiergeld noch da? Na, hoffen wir mal. Ansonsten, ich gucke einfach, wie gesagt, wie ich mich morgen fühle, ja, Leute. Ich weiß es noch nicht ganz, ich gucke mal, wie ich mich fühle. Und, dann werde ich halt streamen oder nicht, aber stellt euch schon mal darauf ein, dass kein Stream kommt, ja. Falls doch ein Stream kommt, dann kriegt er ja wahrscheinlich eine Meldung. 217 habe ich schon. Ach komm, dann mal 100 nochmal extra die Dedo, wa? Oder ein paar. Achso, Papiergeld ist zocken und lurken. Na, ist auch cool. Die Jessie ist es, hat Geburtstag. Ja, YouTuber-Treff bei mir Wurzach, wa? Oder irgendwie so ein Treff der coolen Freunde. Alter, 400 Feinde! Hier, jetzt eine Meldung über Twitch. Hm, was meinst du? Meldung über Twitch? Ihr seid eine richtige Gang. Ja, ja, ja. Ach, es ist entspannt hier einfach mal so. Ne? Mal ein Stück Mohrenkopftorte gesnackt. Ach, Möhrenkopf oder was? Willkommen zurück, Paparatte. Falls du streamst. Achso. Genau, eine Meldung über Twitch. Ist es die Jessie? Na, Jessie ist es. Was streamst du eigentlich, wenn du mit Zelda fertig bist? Mit welchem Zelda? Mit Breath of the Wild oder was? File Farm Simulator 2017. Also ich weiß nicht. Also erstmal, Breath of the Wild kann man ja noch viel tun. Allein das Leuenfarmen macht ja schon übel Spaß und einfach nur rumrennen in dem Spiel. Es gibt ja noch so viele Orte, die ich noch erkunden möchte, weil ich die noch gar nicht kenne. Deswegen, ja, wir haben noch eine Menge zu entdecken. Ansonsten, wenn Majora's Mask zum Beispiel beendet wird, dann das wird wahrscheinlich noch vor Breath of the Wild beendet. Wenn das beendet wird, dann werde ich wahrscheinlich Final Fantasy X HD beginnen. Da freue ich mich auch schon drauf, Leute, das wird cool. Wie viel habe ich denn jetzt? Erst 268, was? Aber hier ist so geil, 350 Elektropfeile gerundet. Ich glaube, langsam reicht's fürs erste, wa? Wie sie alle auf die Vorsicht nicht klarkommen. Hi, Fredly. So, also, Mohrenkopf-Sorte, was? Kenne ich, das ist einfach Dickmanns als Torte. Achso. Pfeffel 10 ist auch richtig geil und im Sommer erfrischend. Ist so cool, mal. Wie viel habe ich jetzt? 278. Ja, komm, 300 machen wir noch voll und dann killen wir noch mal ein paar Leunen. Weil ich habe gerade noch zwei im Kopf, die ja ganz schnell zu erreichen sind. Ja, Elis, also an sich kenne ich mich mit Final Fantasy 10 ja aus. Hab's schon mehrmals zu, ja, nahezu 100% gezockt. Aber ein paar Sachen sind immer ätzend. Also ich freue mich auf jeden Fall, das zu zocken. Und ich freue mich auch, wenn du dabei bist und wenn wir mal quatschen können darüber.
Ach, Elise, zockst du auch gerade oder was? Ja, auf jeden Fall Final Fantasy X 2 HD habe ich ja auch schon ganz viel gezockt. Oh, das ist auch so toll. Und da sind so viele coole neue Sachen reingekommen und da habe ich ja 100% mittlerweile und auch, das ist so ein tolles Spiel. So ein absolut geiles Spiel auf jeden Fall. Übertreib, Elise! Jetzt, welchen neuen bekämpfst du und wo auf der Karte? Ich werde erstmal in die nördlichen Schneefelder. Weil da ja zwei Stück auf einmal sind. Und zum Silbernen müssen wir. Zum Silbernen, der ist ja auch wieder gespawnt jetzt. Ach komm, ich glaube 335, ja. Es tut mir leid, Freunde, aber ich muss euch fürs Erste verlassen. So. Erstmal nochmal zur Arena hier und dann will ich nochmal zum Dings. Bin noch mit keinem Final Fantasy warm geworden. Ja, wäre cool, wenn du Final Fantasy 10 vielleicht mitzocken oder mitschauen willst, weil das ist wirklich ein geiles Spiel. Hat eine tolle Story, die Charaktere sind alle sehr, sehr sympathisch und ultra cool. FF ist einfach nichts für mich. Ja, vielleicht kann ich dich noch umstimmen. Ach so, Elise, das geilste Team ist ja echt Tidus, Walker und Riku. Aber ich weiß nicht, ich mag Walker nicht. Es ist eigentlich doll schlimm, dass ich mit Walker nicht permanent spielen will, weil mein Hauptteam war früher immer Tidus, Yuna und Auron. Irgendwann habe ich dann aber so Riku für mich entdeckt. Und seitdem ist mein... Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Yeah, Daruks Schirm! Ne, und dann später war halt mein Team immer Tidus, Yuna und Riku. Ist eigentlich auch voll okay, oder? Ich meine, damit habe ich auch alles geschafft, was ich schaffen musste und wollte. Metal Gear Dario TV, wo bist du da? Ich war hier, guck mal. Vom Turm des Sees aus gehst du nach links zur Tegli-Ebene und dann ungefähr hier so. Ungefähr die Mitte zwischen dem Kaporeberg und der Tegli-Ebene. Am liebsten sind mir Tidus, Yuna und Lulu. Naja, ist doch nice. Ja, ich find's halt cool, dass man kann halt wirklich, später sind ja eh alle gleich stark. Ich hab nur, muss ich sagen, ich hab Lulus Ekstase nie richtig kapiert. Oder zumindest hab ich, also ich hab's irgendwie kapiert, aber irgendwie auch nicht. Also es ist nie was Sinnvolles bei rausgekommen. Immer nur 7 bis 8 Treffer. Da habe ich mich immer gefragt, wie soll man denn da mehr Treffer rausholen? Keine Ahnung, Mann. Das erste, woran ich denke, wenn ich Final Fantasy 10 höre, ist Tidus Lache. Kids haben doch heute keine Allgemeinbildung mehr und kennen den Fluss Ganges nicht. Ich kenne den Ganges. Danke dir. Kein Problem, Dario. Kein Problem. Und hi, Bosa. Schön, dass du da bist. Und Ryder SV. Schönen Abend. Wünsche ich dir. Schön, dass du einschaltest. Ahahahahaha! So, ihr Lieben, bitte mal duschen, bis gleich. Alles klar, Ratte. Hausaufgaben fertig. Nice! Clashy. Nice. Der Typ pennt einfach. Und er hat wieder nur so ein Billard-Feuerschwert, Mann. Du bist doch bekloppt, ey. Du sollst mir was Cooles droppen, ey. Mann. Ja, 15 ist geil. Da 15 werde ich halt auch noch so randommäßig irgendwann die Tage oder die Wochen mal streamen. Weil. Weil ich halt. Ich bin halt immer noch bei Kapitel 9 oder so. Ich bin in Altissia und habe da seitdem nicht mehr weitergemacht. Weil dann kam Stardew Valley, jetzt habe ich übelst gesuchtet. Dann kam Titanfall 2, was wir übelst gesuchtet haben. Naja. Okay, nur den rechten Stick. Dann im Uhrzeigersinn. Weil ich habe halt immer. So rumgedreht, erstmal gegen den Uhrzeigersinn, dann beide Sticks. Aber keine Ahnung, ich habe halt immer nur so 6, 7, 8 maximal Treffer rausgekriegt. Und Anthem ist da. Hey Anthem, Navend. Wer macht denn hier die Sounds immer? Bist du das? Ja, er ist das. Was ist da denn? Achso, Vögel. Und jetzt wieder Libellen, was zur Hölle? Die will ich haben. Wenn du willst FFX2 spielen, dann sollst du X-Feuer spielen. Nee, wahrscheinlich nicht. Weil FFX2 ist, ich weiß nicht, das habe ich jetzt zu 100% auf dem eigenen privaten Spielstand. Aber ich glaube, das will ich vielleicht irgendwann mal anschließend. Dass ich entweder New Game Plus starte, dass es ein bisschen schneller geht.
oder dass ich halt so ein neues Spiel starte. Aber 10 wurde auf jeden Fall erstmal gezockt, 10.2 erstmal nicht. Aber man kann es irgendwann mal anschließend noch als Zusatzprojekt machen, wenn die Leute danach schreien. Bekommen morgen die Wii U-Version von Zelda Breath of the Wild. Habt die Switch-Version durch. Ich werde da erstmal ein Low-Prozent 3 Hearts Run machen. Okay. Einzige, was ich in FFX hasse, ist das Blitzball. Der Blitzball ist doch voll nice. So, ich glaube, ich esse nochmal eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ja, Blitzball fand ich cool. Alles klar, Jennifer. Dann willkommen zurück. So, hallo Mr. Silberleune. Hast du mich schon vermiest? Oh! Entspannen Sie sich, Sir. Und nicht mit brennenden Waffen auf mich schießen. Bam, 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 bam. Wie Schaden er einfach schon hat. Attacke! Ich hab das Gefühl, nur der Silberleute greift so an. Aber es nervt mich, dass er nur so ein billiges Feuerschwert dabei hat. Das geht viel stärker. So, was? Erst recht wegen der Solaris-Waffen. Na, ich hoffe, ihr wisst, was X10 bedeutet. Ja, ja. Jetzt, woher hast du die Soldatenrüstung? Die kann man sich schon in. Die kann man sich in Hateno kaufen. Nützbar ist nur anfangs nervig, wenn man keine Ahnung davon hat. Sobald man das raus hat, ist es einfach. Im Grunde ist es schließlich nur eine einfache Mathematik. Das ist halt ein spaßiges Spiel. Also ich fand es immer cool als Minigame so. Oh nein. So, jetzt halt mal die Fresse an. Stirb! Bam! Meine Waffe! Ups. Wow! Alter, haut er mir vor den Rücken. Und es juckt mich nicht mal, weil er so schwach ist. Und da! Jetzt hab ich ihn aber! Yeah! Stirb doch mal! Na also. Höhe da oben wohl auch getroffen? Wie denn das? Hä, wie wurde denn der da oben getroffen? Egal. Elektropfeil, Saphir, Elektropfeil, Leuenherz, Elektropfeil. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ein Feuerschwert. Ein mega schwaches Feuerschwert. Wir haben einen Chimera-Bogen. Dafür schmeißen wir mal den hier weg. Brauchen wir eh nicht. Zack. Was haben wir? Ein stinknormaler fucking Chimärenbogen von einem Silberleuen. Was ist das denn für ein Schlappschwanz, wenn er mir so eine Scheiße hier droppt? Mann, ey. Alles bling, bling, glitzer, glitzer. Alles hier voll cool, Alter. Ja, hauen wir den hier weg. Swoop. War klar. Wie viel Spielstunden hast du eigentlich schon? Oh, das weiß ich nicht. Ist das die voll aufgeboostete Soldatenrüstung? Jupp. Die hat dann insgesamt 84 Abwehr. Du siehst ja, ich krieg kaum Schaden von so einem Leuen. Er hat mich einmal getroffen und hat mir nicht mal 2 Herzen abgezogen. Oh, schöner Abend. Elise ist da. Ja, hi Simon. Und natürlich ist Elise da. So, Blacky Stream. Also erstmal eine Pizza. Gönn dir, Simon. Ja, Elise muss dabei sein, sonst ist es kein erfolgreicher Stream, ne? Aber das gilt eigentlich für alle Leute, ne? Ihr müsst alle dabei sein, sonst ist es für mich kein... Wo fliegen die hin, Mann? Sonst ist es für mich kein erfolgreicher Stream. So, jetzt will ich noch einmal die zwei hier schnappen. Und dann war's das erstmal. Dann suchen wir ein bisschen die Erinnerung, weil sonst wird's noch langweilig für die ganzen Zuschauer hier, ne? Ich kann ja nicht immer nur Leuten kloppen. Oder kann ich das doch, Leute? Was meint ihr? Was meint ihr? Bitte, bitte. Lady Elise ist immer da und das ist auch gut so, natürlich. Oh Mann, hör auf, jetzt werde ich rot. Ich sag's nur so, wie es ist. Ich sag's nur so, wie es ist. Hashtag Liebe für Nils. Ah. Yay. Liebe für Nils finde ich gut. Ich brauche auf jeden Fall das hier. Oder
Da ist er ganz einsam und allein, mein Freund, der Leune. Und das sieht so aus, als hätte er ein cooles Schwert. Ab ins Schloss, ich will geile Mucke. Ob du es kannst, natürlich. Naja. Ach, ihr seid so süß, Leute, dankeschön. Nee, also wenn ich so drüber nachdenke, ich kann ja trotzdem... Nee, wir wollen Unterhaltung. Was ist denn das? Achso, das ist so ein komisches Tier, ne? Also heftig, ich habe immer noch mehr Elektropfeile als normale Pfeile. Also muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, Leute. Was droppt mir eigentlich so ein Vieh hier? Genau du. Ja, geil. Und was droppt mir so ein Vieh da? Yeah. Und du? Direkt in die Fresse geschossen. Hier, guck mal, habe ich von deinem Kumpel. Bitteschön. Oh. Und Attacke! Schnell, 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 schnell! Stirb, mein Freund! So, weiter geht's. Was haben wir jetzt um die Ohren? Den Zahnstocher. Jetzt kann mich keiner mehr Lordi nennen. Crowen. Hey. Hi Marcel. Nabend. Schön, dass du reinschaltest. Jetzt endgültig zurück. Kann mich nun voll und ganz auf voll und ganz Blackie hingeben. Das ist nice, Ratte. Willkommen zurück. Voll in die Fresse. Wenn der Teil bei MM wieder an sein. Achso. Ist demnächst eigentlich der gute Marcel wieder dabei? Genau. Also ich werde heute nach dem Stream wahrscheinlich noch den Plan für die nächsten zwei Wochen so erstmal grob fertig machen und dann den Marcel fragen, wann er wie Zeit hat. Wie der Nils immer ausweichen kann, ich schaff das nie. Daru braucht einen Timeout, der schreit warum. Ja, voll Caps Lock, Alter. Ja, mittlerweile habe ich es echt raus, den Typen zu verkloppen. Ja, warum ist es auf einmal so kalt hier? Bin ich bekloppt? Warum ist es auf einmal so kalt, Leute? Link, warum ist hier denn so kalt, Mann? Ja, warte mal. Und Attacke! Oh fuck. Ah! Hier, bitteschön! Jetzt habe ich ihn aber gleich. Und stirb! Ja, yeah, da haben wir noch. Chrome, das ist so ungewohnt. Nils steht im Schnee, warum ist es hier kalt? Na, es wurde halt einfach so kälter. Marcel muss unbedingt bei FFX dabei sein. Wir wissen ja alle, er liebt PlayStation. Hahaha. Ist das okay, wenn ich euch Bananen nenne? Naja, ich weiß nicht warum, also hat ja gar nichts damit zu tun irgendwie. Also Banane als Spitzname irgendwie klappt, irgendwie passt es gar nicht. Bin ich dann auch eine Banane? Na, ich weiß ja nicht. Feuerpfeile, ja! Haben wir ja schön ein Chimärenschwert. Mit mehr Damage. Geil. Nee, doch nicht. Mit Gnadenstoß. Aber ist cool, ist halt ein starkes Einhandschwert, ne? Wie viel? Ich habe jetzt schon 5 Stück und... 3 davon sind mit Gnadenstoß. Ja gut. Dann haben wir einen Chimärenbogen. Ja, da können wir ja zum Glück gerade einen weghauen. Und Schild kann ich auch einen weghauen. Dann hauen wir mal hier so einen normalen weg. Und Bogen hauen wir halt auch den stinknormalen weg, der doof ist.
Zack, zack. Bogen haben wir ja. Ne, Schild haben wir jetzt. Einen mit. Wow. Wow. 80 Def in einem Chimärenschild. Das ist schon nice. Und Bogen haben wir wieder einen mit. Oh, was? Mit 5 Schüsse. Geilo. Jetzt haben wir 3 Stück mit 5. Das ist richtig heftig, Mann. Das ist richtig heftig. Wow. So, welcher blinkt nicht? Der hier. Benutzen wir den weiter. Jetzt kaufst du mir auch die DLC oder eher nicht? Ich hab's selber noch nicht mal. Der Leuner aktiviert sein Königshaki und Nils haut einfach ab. Ist echt so, ne? So, Bananenkekse? Ne, auch das nicht. Wie macht man eigentlich am meisten Juwelen? Juwelen? Was macht Gnadenstoß eigentlich? Gnadenstoß macht zum Beispiel bei Zweihandwaffen, wenn ich jetzt den hier mache, dass der allerletzte Hieb viel mehr Schaden macht als alle anderen. Ich weiß nur nicht, wie es beim Einhandschwert funktioniert. Also Keks mag Blackies Po und Bananen. Ja, aber ich weiß nicht. Also Bananen oder Bananenkekse, ich weiß doch nicht. Das ist so komisch. Wir sind halt die Black Knights. Eigentlich haben wir noch gar keinen richtigen Community-Namen, aber Black Knights ist aktuell immer noch das, was der Großteil am besten findet. Ich weiß ja nicht. Sorry, Keksi. Es tut mir so leid, Keksi. Ich will auch nicht böse sein. Spende! Was, eine Spende? Warte, ich hab ja gleich hier. Warte, wir gucken. Ich frag mich nur von wem. Da bestimmt Marcel ist jetzt da. Die Spende ist bestimmt von Marcel, oder? Also ich kann mich auch irren. Aber ich vermute es einfach mal. Dive! So. Ich wusste es doch! Fürs Bekämpfen! Fürs Bekämpfen, die tägliche Spende. Mann, Marcel. Das ist einfach so unglaublich, dass du mir jeden Tag einfach Geld in der Hand drückst, sozusagen. Ich weiß immer noch, wie ich darauf klarkommen soll. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön für die 7 Euro, für den Support. Ich werde es ja, wie du weißt, möglichst sinnvoll nutzen. Ich hoffe auch, in deinen Augen wird es sinnvoll genutzt. Und ich hoffe, du wirst heute Abend noch viel Spaß im Stream haben. So wie dieser Elch hier. Der jetzt tot ist. Nee, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich hier heute Abend gut unterhalten kann, Marcel. Marcel, du Sugar Daddy. Bist ja eh nicht böse. Ich nenne euch nur zum Spaß. Ja, ich bin auch nicht böse. Nils hat einfach recht. Was meinst du? Was meinst du jetzt, Elise? Bin schon wieder verwirrt. Ey, er hat einen Dosenöffner. Ja, neuer Dosenöffner für Blacky. Gib mir deinen Dosenöffner, bleib stehen. Genau du. Ich schieße ihm voll in die Fresse. Juckt ihn ja nicht. Jetzt aber. Und... Attacke! So wie immer, ne? Nils hat voll den Tageslohn. Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich glaube, was kann man denn verballern? Ich kann ja einfach mal hier das Großschwert, ne? Das ist ja noch, ne? Wow! Wow, der geht... Also die mit so einem Zahnstocher oder mit so einem Dosenöffner, die gehen voll ab. Okay, es macht ziemlich viel Schaden, wenn ich an der Seite schlage. Weil ich dann einfach... Aua. Weil ich einfach zweimal treffe. Okay, guck mal. Ich sehe gerade, hier ist es auch wieder weniger kalt. Dann kann ich ja ruhig wieder die Rüstung hier einziehen. Und dann habe ich wieder nochmal ein bisschen... Ich habe von 34 zu 59 Abwehr. Ist dann doch ein bisschen angenehmer. Und Attacke! Weicht da einfach aus. Irgendwo habe ich noch mal zweimal getroffen. Hat das ja auch real. Oh! Wow! Weil das Teil aussieht wie ein Dosenöffner. Damit das mal selber hast. Achso. Ich habe ja die DLC und jetzt steht im Titelbildschirm DLC Version 1.0. Okay, muss ich mal gucken. Dosenöffner, ahoi. Wieso? Warum Dosenöffner? Sieht so aus, die Chimärenlanze. Streamst du eigentlich auch morgen? In Info steht ja keine Zeit. Na, da ist halt so ein Schrägstrich, weil da werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Das Teil aussieht wie ein Dosenöffner. Ist auch weniger kalt, weil du eine Feuerwaffe trägst. Echt? Das ist ja cool, dass sich sowas auch darauf auswirkt. Dies macht einfach die Rasur von Rob Luki. Thank you.
Ist voll cool, dass die sich dann auch noch entzünden, wenn man, das, ordentlich timet mit dem Angriff. Nils, du die DLCs nicht? Willst du die haben? Ich habe die DLCs noch nicht und ich werde sie mir auf jeden Fall auch holen. Davon, also das ist ohne Frage. Ich bin sehr gespannt, was die DLCs dann so mit sich bringen. Dr. Chaos YouTube hat gefollowt, Blackie. Dr. Chaos, Dankeschön fürs Folgen, das ist sehr, sehr cool. Willkommen bei unserer Community, freut mich sehr. Ich wünsche dir super viel Spaß hier bei uns Ich wünsche dir super viel Spaß bei unserem Stream hier. Und dass du einen tollen Abend haben wirst. Jetzt stopp! Voll fies, der Blackie. Yeah, wieder 20 Elektropfeile. Nice. So, jetzt wird's interessant. Was für einen Bogen schmeißen wir weg? Wir haben 3 mit 5 Schuss. Das sind eigentlich die allergeilsten, die behalten wir. Ich benutze gerade einen mit Haltbarkeit und wir haben sonst noch 3 mit Haltbarkeit und wir haben 3 mit Schnellfeuer. Ich droppe den mit Schnellfeuer. Gucke, was der kann. Schnellfeuer. Passt ja. Dann haben wir einen Zahn, nicht Zahnstocher, einen Dosenöffner. Mit Weitwurf, ne? Ja, mir ist tatsächlich kalt. Das ist echt die Feuerwaffe. Das ist aber cool. Das ist ja mega cool, dass die Feuerwaffe auch noch irgendwie cool. Vanny ist da. Hey. Das ist aber schön, dass du noch reinschaltest. Willkommen im Stream, liebe Vanny. Ich hoffe, dir geht's besser. Konntest du dich gut ausruhen? Und Villager You. Na, Ben, schön, dass du reinschaltest. So, guten Abend, ihr Switchkin. What? Was war denn hier nochmal? Ein Schreien, wa? Ach nee, hier ist ja dieser eine Baum. Dieser eine Baum ist ja hier oben, wo man von hier aus... Ne, genau. Also ich habe gelesen, im ersten Jahr ist hier sowas wie der Helmus kommen und noch was anderes und im zweiten soll eine neue Geschichte und ein weiterer Dungeon kommen. Cool. Cool. Umfangreich. Was ich eigentlich noch machen müsste, ist der Schrein hier, weil da muss ich ja irgendwie hier eine Quest machen und das ist halt ganz interessant. Wie viele Holzstücke, Holzbündel habe ich jetzt eigentlich? 46. Ja, dann pass mal auf. Das mache ich noch schnell, weil das dauert ja wirklich nicht lange. Bei mir hat es sich nicht so gefreut. Hey Priya! Ich habe nicht mitbekommen, dass du da bist. Hey Priya, na? Was ist los? Hey Blackie, muss an diese Leuen killen oder... Achso, muss man diese Leuen killen oder machst du nur... Ich mach's nur so, weil ich Drops will und so. Oh, voll fies. Vanni sagt allen voll persönlich Hallo und mich ignoriert sie. Was? Okay, Nils, über Schreine darf ich nicht sagen, wegen Spoiler. Er darf's ja auch nicht. Der Schneefuhr hat mich so getriggert. Da wollte gerade ein Blitz kommen, ne? Aber es hat jetzt instant aufgehört. Ich brauch Bäume. Wann kommen die Greenscreens? Geld ist doch genug da. Die Greenscreens. Also, Marcel. Es würde halt aktuell gar nichts bringen. Weil der Elgato, der ist ja auf dem Rückweg. Weil ich kann mit dem nicht so zocken, wie es geplant war. Daher kann ich halt nur, wenn ich am PC zocke, dann den Greenscreen auch benutzen. Das ist schon mal das Problem, weil ich halt aktuell immer noch viele, viele Spiele habe, die an der Konsole gezockt werden. Aktuell ist es nur Majora's Mask. Und wenn dann die Resi HD, die Resi DLC kommen, dann halt die noch. Und für Resi brauche ich halt übelst viel Beleuchtung. Dann kann ich nicht so dunkel haben, wie es aktuell war oder ist oder wie auch immer. Das ist schon mal halt ein Problem. Ich kann das nur am PC nutzen. Und sonst... Hä, ich dachte, ich habe den Master Sword ausgerüstet. Auf jeden Fall ist da noch ein Problem, dass ich dann auch noch eine extra Softbox brauche. Und wenn ich mit dem HD-PVR, wie ich jetzt gerade zocke, ich könnte natürlich, das könnte ich ja machen, das will ich auch nochmal ausprobieren, ob es wirklich geht, aber es scheint zu klappen. Ich habe einfach mal geguckt, ob ich dieselben Einstellungen wie am Elgato auch machen kann mit der HD-PVR, die ich gerade halt benutze. Das klappt. Also ich könnte theoretisch mit dem HD-PVR auch am PC sitzen und 1:1 halt zocken und streamen und so weiter. Bräuchte dafür aber wahrscheinlich schon mehr oder weniger zwangsweise
einen dritten Monitor. Und das ist aktuell immer noch sehr unnötig. Weil ich... Nee, das ist viel zu teuer. Das macht eigentlich fast gar keinen Sinn, irgendwie noch einen dritten Monitor zu holen. Und ich habe vor allem keinen Platz an meinem PC dafür. Und das ist alles aktuell noch ein bisschen... Es würde nichts bringen. Und ich muss noch mit Finn abquatschen, wie ich das aufteile. Weil damit kommt halt auch noch, wenn ich die Softbox... wenn ich den Greenscreen benutzen will, dann brauche ich wahrscheinlich noch eine zweite Softbox. Und dann müsste ich ja halt nur gucken, wie ich das aufstelle und so weiter. Da muss ich mich nochmal mit Finn ausquatschen, wie man das hier am sinnvollsten gestalten kann. Aber das ist halt alles sehr umständlich und aktuell ist das ein bisschen übertrieben, tatsächlich. Oder würde sich noch nicht so lohnen. Weil es halt aktuell wäre es dann halt nur für Spiele, die am PC gezockt werden. Da sind halt aktuell nicht so viele. Deswegen muss man gucken, was ist denn hier los? Oh Mann. Ah, interessanter Krog. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir irgendwo eine 5 oder was? Was ist hier los? Will der Typ mich verarschen? Ist hier oben... Ah ja, klar, hier ist der 5er. Münzen! Mensch, ich hab dir übrigens Hallo gesagt. Hallihallo Nils, hallihallo Chat, endlich daheim. Hey Kati! Schön, dass du reinschaltest. Ist aber schön, dass du Bock hast, hier zuzugucken. Und ich hoffe, du hattest einen nicht ganz so schlimmen Arbeitstag. Ich hoffe, es war ganz cool, dass du jetzt im Stream schön chillen kannst. Jetzt warte mal kurz. Ach, das ist schön, dass die Kitty-Chan zuguckt, dass die Kati dabei ist. Jetzt muss ich aber gucken, wann ich sehe das irgendwie nicht, wo du... Ich weiß nicht, ich bin doof. So, hier, ja, jetzt geht's wieder viel besser. 2 Stunden Schlaf. Können Wunder bewirken. Hallo Nils. Ja, okay. Alles klar, Vanni. Okay, jetzt gibt's zu Ostern eine neue Softbox. Ja, die ist halt aktuell, ist die halt auch so schon von den Spenden drin, aber es ist halt einfach... ich zeige euch das auch nochmal. Ich weiß halt nicht, wie ich das platzieren soll. Weil rechts vom PC steht das Mikro, links ist der PC. Oder nee, rechts vom Schreibtisch. Schreibtisch... Rechts vom Schreibtisch ist das Mikro, links ist der Tower vom PC und ich kann halt nirgendwo eine Softbox so anbringen, dass sie mich anstrahlt. Das ist halt alles platzmäßig ein bisschen kacke bei mir. Das ist alles ein bisschen doof. Was soll ich nur machen, Mann? Ich bin doch Gehen wir mal erstmal nach Taburasa, denn ich hab jetzt voll die coolen Bäume gesammelt, Mann. Der Typ, der freut sich. Na klar, war mit meiner Oma tuppern. Sie macht Tupperpartys, da helfe ich ihr immer. Cool. Die Mutti von einem sehr guten Freund von mir macht auch immer Tupperpartys. So, erstmal einen neuen Schreibtisch. Ja, ich habe auch gar keinen Platz in der Ecke dafür einen Schreibtisch. Das ist alles irgendwie platzmäßig total doof bei mir. Wir werden erstmal gucken, am 6.4. kommt da endlich mein neues Bett. Dann muss ich erstmal gucken, wie es aussieht mit der Aufteilung, weil hinten an der Wand steht dann der Sofa und so. Müssen wir mal gucken. Was man halt noch machen müsste oder machen könnte... wäre allgemein einfach ein Stativ fürs Mikro, was ich mir an den Schreibtisch einfach ranstelle. So ein kleines Ding, was Marcel halt auch benutzt. Der hat auch nur so einen kleinen Mikrofonständer. Und ich habe halt dieses große Teil, was halt auch schon lange kaputt ist. Und da muss ich mal gucken. Das hat ja alles noch Zeit. Wir können irgendwann mal einen Chill-Quatsch-Stream machen. Einen Quatsch-Stream zum Chillen. Wo wir einfach mal drüber sprechen, wo ich das halt nochmal zeige. Und dann können wir da mal drüber quatschen und so. Wir haben ja alle noch Zeit. Doch! Hast du die 50 Holzbühne? Na klar! Kann ich die haben? Ja, na klar! Das wäre mir wirklich eine große Hilfe! Dann will ich jetzt etwas in eigener Sache sagen. Hä, wann? Ich werde heiraten. Ohne Witz! Ohne Witz! Und wen? Powder! What? Schönes Paar! Schönes Paar! Danke! Auf jeden Fall brauchen wir für die Zeremonie noch einen Priester. Könntest du also jemanden suchen, der für uns den Priester... Ein Priester? Wir brauchen ein spirituelles Volk, um unseren Priester zu finden. Als erstes fallen mir da die Zoras ein. Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss da der Name natürlich auf da enden. Ne, wenn du irgendwo auf der Welt so Leute findest, dann bring sie doch her. Er heiratet jetzt einfach die Gerudo-Witch. Was ist denn los mit dir? Wieso willst du den komischen Typen? Der ist doch viel zu... für dich.
Was ist mit ihrer Hüfte los? So, zwei sollten für das, was du vorhast, eigentlich locker reichen. Achso, Softbox oder was? Spenden für Nils neue Wohnung. Meinst du jetzt das Softboxen oder was? Ja, also ich kann euch da nochmal sagen, denn nämlich links, wo halt der Tower ist, davor steht halt eine Softbox und strahlt die Wand an, wenn wir, oder wenn ich am PC sitze, weil es halt platzmäßig gerade nicht so geht. Es geht halt platzmäßig nicht anders. Und, ja, ich wüsste nicht, ich müsste halt in echt so ein Mikrofonstativ haben, dass der Mikrofonständer nicht rechts daneben ist, von meinem Schreibtisch, und dass rechts vom Schreibtisch dann eine Softbox steht und die dann mich anstrahlt. Das eine die Wand, die weiße Wand, die dann reflektiert, und eine strahlt komplett mich an. Und dann müsste ein Greenscreen auch funktionieren. Ja. Ja, und dann kommt halt dazu, wie gesagt, ich muss mal gucken, irgendwann vielleicht, irgendwann mal ein neuer Schreibtisch. Das ist halt alles aktuell so was, was ich nicht brauche. Weil aktuell funktioniert es ja noch so, wie es ist. Und das soll ja auch nicht unnötig, ne, ihr wisst ja, was ich meine. Ich will ja, dass eure super tollen, lieben Spenden, die will ich ja nicht sinnlos raushauen für Sachen, die aktuell noch gar nicht so notwendig sind. Heißes Gerät. Und Blackies Po? Was mit meinem Po? Ja, mir sind Gerudo-Weiber auch zu viel, Mann. Bin mal kurz weg. Bis dann. Alles klar, Celine. Bis gleich. Bis bald. Machen wir erstmal wieder ein bisschen Essen, ihr kennt's ja. Soll ich hier nochmal jemand anders gucken? Das, was jemand gesagt hat, dass man das nicht... Was? Achso, Werbung machst du, meinst du? Ich spende auch gerne. Ja klar, aber ich will's ja auch sinnvoll nutzen. Will's ja nicht zum Fenster rausschmeißen. So, dann mache ich hier mal nochmal meine Bananas. Nein, ihre Bauchmuskeln machen mir Angst. Ja, ja, also die Gerudo-Frauen, die sind echt ein bisschen zu krass. Bodybuilder, männlicher Bodybuilder. Was checkst du nicht? Achso, ich check dieses doofe Kamel nicht. Den Dungeon oder was? Ja, Riju ist ja auch noch ein Kind. Ich glaube, ich bin wieder gut dabei, oder? Ja, na klar. So, Tabu Rasa, also nächstes dann Zora. Kann man ja auch mal nochmal schnell machen. Wir suchen uns schnell einen Zora, der auf da endet. Wo waren nochmal die Zora? Die waren doch hier irgendwo. Moment mal. Hier, Ranel und dann hier. Tatsächlich fand ich das Kamel ganz entspannt. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ja, Zora Großschwert. Was übelst cool aussieht. Hast du den Sturmkreis bereits geschlossen gehabt? Hast du mal Schäfer und sein... Nee, ich habe ihn ja seit dem letzten Mal nicht gesehen. Nicht mehr gesehen. Und ich habe immer noch keine 5 Euro in Bar. Ich kann ja mal kurz gucken, was willst du denn eigentlich haben, wenn ich das reparieren soll? So sieht man sich wieder, was möchtest du? Zeremonienlanze. Hä? Ach so, man kann beides haben? Lichtschuppen und Zeremonien? Ach so, er sagt... Ich kann ihre Präsenz noch spüren. Sollst du sie erst einmal sorgfältig suchen. Ach so, okay, verstehe. Die muss ich sowieso... Okay. Ich spüre es. Es existiert keine mehr auf dieser Welt. Möchtest du neu? Ja, bitte. Eine Zora-Lanze, ein Diamanten, 5 Feuersteine.
Du hast keine Zora-Lanze bei dir. Wenn ich eine neue für dich anfertigen soll? Wo krieg ich denn eine Zora-Lanze eigentlich? Oh, es ruckelt ja, Leute. Es ruckelt ja. Es ruckelt! Oh nein! Es darf nicht ruckeln! Ja, diese Goronenbraut, die mich da wegschiebt. Steht die auf mich schon wieder, oder was? So, für mich immer noch so ungewohnt, ein Selbstspiel mit Sparausgabe, ich find's cool. Nils, das hat mit einer Quest zu tun. Die Zeremonienlanze? Ja, dachte ich mir schon irgendwie sowas. So, wir suchen einfach mal nach jemandem, der auf da endet. Eine Fackel. Hier gibt's alles, was du willst. Ach, hi Bahamut, schön, dass du reinschaltest. Das ist aber schön. Apropos Bahamut, ja, wir fangen bald an. In ein paar Wochen mit Final Fantasy T. Nur die Kurz. Eine Zora-Lanze haben die Gegner auf dem Weg ins Zora-Reich. Sehr gut zu wissen. Nee, sorry, aber ich glaube, ich muss schon gehen, Zimmer aufräumen und noch ein bisschen lernen und danach schlafen. Bis bald. Sonntag streamst du ja, oder? Also, morgen wahrscheinlich nicht, wie gesagt. Ihr könnt ja trotzdem mal so zu 23 Uhr kurz vorbeischauen, aber ich gehe wirklich, sagen wir mal, zu 90% davon aus, dass ich morgen nicht streame. Aber Sonntag will ich schon sehr gerne streamen und ich hoffe einfach, dass es geht. Ich aktualisiere heute Nacht oder, ja, heute Nacht oder spätestens morgen also morgen Mittag rum oder heute Nacht. Aktualisiere ich dann nochmal den Zeitplan. Und dann gucken wir mal. Oh. 5 von 10. Wir sind noch 4. Dankeschön. Viel Gesundheit für Blackie. Ach, danke. Voll lieb. Gesundheit, Schönheit, Schlauheit und Typiheit. Ja, cool, ich freue mich schon auf Family 10. Ja, ciao, Schokokookie. Dann hab auf jeden Fall noch einen entspannten Abend. Schlafe schön, träumen, was Tolles. Viel Erfolg noch beim Aufräumen und so. Hoffentlich sehen wir uns dann spätestens. Das ist er. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald am Sonntag spätestens. So. Nils, nächsten Mittwoch bitte nicht streamen. Da kann ich nicht. Und dementsprechend. Ja, Marcel, du musst doch gar nichts spenden. Aber ich muss mal kurz auf den Arbeitsplan gucken. Wo habe ich den jetzt nochmal? Sag mal, nächsten Mittwoch. Ich werde wahrscheinlich streamen. Aber nicht so lange. Also nächsten Mittwoch, das war der 5., ne? Da werde ich wahrscheinlich streamen, weil da muss ich bis 17 Uhr arbeiten. Dann kann ich ab 19 Uhr streamen. Aber auch maximal bis 0 Uhr nur, weil ich halt am nächsten Morgen auch um 6 Uhr aufstehen muss. Also bis maximal 0 Uhr der nächste Stream am Mittwoch dann. Müssen wir mal gucken. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du mal nicht dabei sein kannst, weil es hat ja dann einen guten Grund. Und sei auch nicht traurig, wenn du nicht spenden kannst, Marcel. Das muss doch auch mal sein, ne? Ist nicht schlimm. Alles klar, Cookie. Dann bis bald. So, hi Nico Scheurer. Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir? Was macht das Bein? So. So, ey Nils, wie du gerade eben auf die Treppe hoch bist, so bin ich wirklich jedes Mal gelaufen. Und die Treppe hoch. Geil. Ach, pfui, dann spende ich von unterwegs. Ach, man musst du doch gar nicht, Marcel. Aber guck mal, Kittechan, auch so ein Herzchen mit Augen. Voll, erinnert mich voll an Yooka-Laylee. Ach so, und Anthem fragt noch, ob ich Final Fantasy 13 und 13.2 mag. Also 13.2 und 13.3 habe ich nie richtig gezockt. Ich besitze zwar beide, aber habe es nie richtig gezockt. Und 13... habe ich durchgezockt, aber also es war cool zum einmal durchspielen, definitiv, aber so an sich ist es so lala. Jetzt aber hier Capola, ne? So, so, ein Besuch haben. Wie schön, dass sich dein Weg ins Dorf der Zoras geführt hat. Du bist doch Link. Der Julian hat vor 100 Jahren Mifa zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie der Verheerung Ganon heimfiel. Dein Gesicht.
als könnte ich es jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mifa verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link, ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in geruhsamer Zurückgezogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf den Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Hab ich! Das wollte ich hören. Jetzt verrat mir die Details. Ja, also da gibt's so eine Stadt, so, ne? Stattfinden soll das Ganze im Dorf Taburasa in Akala. Bis zum Dorf Taburasa in Akala ist es nicht weit. Wenn ich mich allzu beeile... Kommst du zurecht? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich hab Vertrauen in meine Füße und Flossen. Es ist schon eine Weile her, dass ich etwas zu tun hatte. Du solltest auch kommen. Ich treffe in Taburasa schon mal die Vorbereitung. Cool. So. In Zelda so wie Nils eben. Hallo, ich spende bis du 1000 Euro hast, dann mache ich Pause. What? Marci, du kannst... What? 13 und 13.2 finde ich eigentlich genauso gut wie FFX, aber sehr geschmackshaft. Also 13.2 fand ich, da habe ich die Demo gezockt, da fand ich das Kampfsystem sehr cool und sehr spaßig. Ich muss halt einfach irgendwann mal zocken. Ne? Und 13 war beim ersten Mal durchspielen sehr cool, danach habe ich es halt nicht mehr gespielt. Egal, Tim, wenn du es hast, dann freue ich mich. Oh, Steve Gorn ist now hosting me. Dankeschön, Steve Gorn. Dankeschön. Das ist aber lieb von dir. Prinzessin ist so toll. Och, Mäuschen, wollen wir mal ein bisschen zusammen baden, ne? Wie süß sie ist. Und links so. Ja, was macht der Typ da hinter mir? Naja. Ich hab mich auch gerade. Ist Finn noch da? Finn, bist du noch da? Ja, also ich habe halt echt nach dem Durchspielen nicht mehr viel gemacht und danach geht's erst richtig los mit diesen Engelsstatuen oder was das da war. Ich kenn's schon gar nicht mehr richtig. Aber ich habe halt so den größten Teil des Spiels habe ich eigentlich gar nicht richtig mitbekommen. Wie cool das aussieht, wie hier das Wasser auf den Stein läuft. Stille. Ist doch nicht schlimm. Die Leute wollen auch mal ein bisschen entspannen und chillen. Mach dir keine Sorgen, Knusperkeksi. Die Leute sind trotzdem alle noch da. Und haben uns lieb. Wie wir sie lieb haben. Hihi. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter und hoffe, dass irgendein Gegner mir eine Zora-Lanze gibt. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Geil, Mann. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. So cool, ich mag den so. Seine Stimme ist so übelst cool. Daruk ist echt der sympathischste der Recken. Der Typ, ey. Stirb! Wo rollst du hin, Mann? Genau du! Die! Ach ja, gewesen nur, als ich hier das Feuer angemacht habe und hier erstmal Essen gekocht habe auf dem Weg zu den Zoras. Das waren noch Zeiten, Freunde. Genau, das Hyrule-Schild habe ich aus dem Schloss. Oh, ich verpasse, wie das geholt hat. Das war das allerletzte, was wir im letzten Stream von vorgestern gemacht haben, im letzten Zelda-Stream. Also wenn du zum Ende oder Richtung Ende spulst, dann kannst du es bestimmt noch gut nachverfolgen. Genau, das war vorgestern.
wo sind denn jetzt Gegners mit, mit, ihr wisst schon. Wo sind die Gegners? Ich will nur, oh, da ist ja hier aber, oh. Der hat doch bestimmt keine Zora-Lanze für mich. Mit dir spreche ich! Oh, mega lag. Hör, wo ist die Waffe? Das ist eine gute Frage, Mann. Die! Was meinst du, Krillkeks? Beim Lager von denen... Hi! Beim Lager von denen müsste auch eine Lanze sein. Was für ein Lager meinst du? Meinst du jetzt ein gegnerisches Lager oder ein Zora-Lager? Ist hier ein Krog? Leute, ist hier ein Krog? Nee, war da hinten auch mal ein Felsen. Oh, Geld. Guten Abend, ihr Noobs. Voll fies. Hi, Lukas. Du fieser Typi. Swap. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch mittlerweile. Ein Holz für die Axt. Ist klar. Also was findest du besser, witziger, spannender? MM vs. OT. MM natürlich. Viel mehr Story, viel mehr Quests, viel lebendiger, alles viel schöner. Dritte Geschichte, cool. Niedergeschrieben von Dorefan. Die ganze zufolge regierte einst einen Zora-König, der keinerlei Geschick im Kampf besaß. Ungeachtet dieser Schwäche liebte seine Königin ihn dennoch zutiefst. Eines Tages erreichte den König die Kunde, dass sich Monster in den Dämonenbergen zusammenrotteten. Zum Schutz seines Volkes sah sich der König zum Kampf gezwungen. Die Königin von großer Sorge plagt nahm eine ihrer eigenen Schuppen und wob sie in die Rüstung des Königs ein. Sie hoffe, sie möge ihn beschützen. Der Kampf verlief zugunsten der Zoras und die Hoffnung auf einen schnellen Sieg wuchs. Doch der Exile-Force-General führte einen erbarmungslosen Gegenangriff durch und brachte den König in große Bedrängnis. Aber als der General sein Schwert zum Todesstoß erhob, geschah ein Wunder. Ein Teil der Rüstung des Königs reflektierte das Licht der Abendsonne und blendete so den General. Der Zora-König nutzte diese Gelegenheit und streckte den Exile-Force-General nieder. Es war die schneeweiße Schuppe der Königin, eine Schuppe, die nur Frauen haben, die dieses Wunder ermöglichte. Diese Legende begründete die Tradition der Königstöchter, Rüstung für ihre zukünftigen Gatten zu fertigen. Cool. Mal ein bisschen Story, ja? Ja, die Ex-Typen am Anfang des Pfades, wo du das erste Mal den Prinzen getroffen hast. Ach so, dann weiß ich Bescheid. Einige haben eine Lanze, klingt falsch. Wie weit seid ihr denn in MM schon im Stream und schon fertig? Nee, wir haben zwei Dungeons durch und schon viel Nebenquest-Zeugs, aber es fehlt noch ganz viel. Und hi Felix. Ich finde OT besser, es ist emotionaler. Der Einzelne Char voll schön erzählt. Bei OT? OOT ist emotionaler? Achso? Was ist eigentlich deine Meinung zu Pikmin für 3DS, das kommen wird? Ich finde Pikmin allgemein nicht cool. Ich mag Pikmin allgemein nicht, daher... Okay, wusste ich nicht mal, dass es für ein 3DS rauskommt. Finde ich jetzt... Ja, finden Fans sicherlich cool, aber sonst, naja. Das ist aber... Nee. Irgendwo wird da wohl irgendwie so ein Vieh sein. Hallo Nils. Hey Marcel, na? Was ist los? Warum die ganzen Punkte? Alles okay? OOT emotional? Bäh, OOT ist wirklich ein tolles Spiel, aber nicht emotional. Da hat MM mehr Emotionen. Definitiv. Du magst Pikmin nicht? Jetzt kommt Marcel zu dir und schreit dir eine. Ach, das wisst ihr doch.
Der wisst, dass ich Pikmin nicht mag. Upsi. Hier war ich auch noch nie. Hier so. Und hier in dem See. Doch, ne, hier war ich schon drin, ne? Hi, Chili. Na? Oh. Ich muss mal kurz hier hin, Leute. Sorry. Müssen wir mal gleich gucken, wie ich jetzt endlich eine Zugangsweise bekomme. Ich möchte gerne noch den Zeremonienspeer. Das wäre ganz geil. Ja, tut mir der Rücken weh, wenn ich hier mal sitze. Irgendwann muss ich vielleicht echt irgendwie den Stuhl hier vorsetzen oder so, keine Ahnung. Oder zu machen, dass ich wirklich am PC immer streamen kann und dann auf dem schönen, bequemen Stuhl sitze. Ja, kein Ding, Chili, habe ich doch gerne gemacht. Ist doch gar kein Problem. So, beim letzten Mal haben wir den fast bekommen, Leute. Ich hab kein Ausdauerzeug, ne? Fuck. Ich muss nochmal ganz schnell irgendwo hin. Ich hoffe, es bleibt noch da. Ich hoffe, es bleibt noch da. Hier ich hin. Meiner war Zelda 1. Was war der erste? Ja, mein erster Teil war halt OOT damals. Da war ich noch ganz, ganz klein. Muss mal kurz weg. Alles klar, Clasher oder Clashy oder blablabla. Wann ich das erste Mal Let's Played habe. Dann schau doch einfach bei meinem Majora's Mask Part das erste Datum oder das Datum vom ersten Part an. Achso, nein! Nein, nicht warten! Nein! Höchstwahrscheinlich wird das jetzt weg sein, war dieses Special Event. Oh, verdammte Scheiße. So was Dummes kann auch nur mir passieren. Ich habe auch kein Ausdauerzeugs. Irgendwie ist es eigentlich so cool. Ich habe hier nichts Natürliches, was irgendwie Ausdauer macht. Warte mal, was macht das nochmal? Kochsalat hört sich aus, oder das Maximum? Nein, kann ich auch nicht brauchen. Würde heute mal eher ins Bett gehen, sonst schlafe ich direkt auf dem Stuhl ein. Wünsche allen noch einen schönen Abend und viel Spaß im Stream. Dankeschön, Jenny. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du viel Spaß hast und gut unterhalten wurdest. Und diese Musik. Und hoffe, dass man sich dann bald wieder sieht. Entspann dich schön und schlaf schön, träum was Tolles. Und hoffentlich dann bis Sonntag spätestens. Ansonsten auch viel Erfolg auf Arbeit. Lass mir jetzt drei so eine Dinger und eine Fee zusammenhaue. Einfach so mal. Heilt einfach mal 16 Herzen. Das ist schon interessant zu wissen. Ich will einfach mal gucken, was die Feen so machen. Ich kann mir gleich wieder 4 neue holen. Tschüssi, Jenny. Okay, einfach nur übelst viele Herzen heilen. Ich hab jetzt mal Blacky seit 2009, wie machst du? Thank you.
Ohne Nierzelle Marcel keinen Plan von LPs. Na, Marcel hätte sich dann sicherlich einfach einen anderen gesucht. Also, so schwer war es ja nun auch nicht. Aber es ist lieb von euch, dass ihr sowas sagt, Leute. So, ich hoffe einfach mal, dass Daddy das immer noch dabei ist. Mal gucken. Ich konnte gar nicht verstehen, wieso Link große Haare hatte in dem Spiel. Aber Marcel hat den ganzen Ruhm geerntet und Blackie sitzt jetzt hier mit uns. Und ich. Ich hätte nichts lieber, als mit euch hier rumsitzen, Leute. Ist halt so. Ich hoffe, die Typen sind noch da. Oh nein. Oh nein. Ich hab's verpasst, weil ich aussehen gepennt habe. Scheiße, ey. Mann, oh, warum immer ich? So, wir werden auch mal schlafen gehen. Gute Nacht an alle. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Stream und bis zum nächsten Mal dann. Alles klar, mein lieber Red. Ich freue mich, dass du dabei warst, weil ich habe mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Dann mach dir noch einen ganz entspannten Abend. Schlaf schön, träum was Tolles. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ciao, Red. Gute Nacht. Bis Sonntag spätestens, hoffentlich. Ja, da habt ihr euch als Lebensfreude durch YouTube gefunden. Das ist auch super für dich. Ja, na klar. Wir sind auf jeden Fall beste Freunde. Und also ich bin mir eigentlich sicher, dass diese Freundschaft ein Leben lang bleibt. Jetzt was eigentlich da? Was wo? Achso, hier wo ich gerade war, da kommt immer so ein komischer blauer Waldgeist-Hüter-Typ. Den kann man dann reiten und dann kann man ihn als Reittier bekommen, so wie ich das kapiert habe. So, ich will jetzt... Leute, ich will jetzt eine fucking Zora-Lanze, ja? Und wisst ihr noch, als wir den Turm hier erklommen haben? Das waren Zeiten, Alter, auf diesen Turm raufzukommen, das war so cool. Stirb! Voll fies, Mann. Die droppen einfach nix. Ich finde immer noch creepy. Der Waldgeist sieht aus wie dieser Hirschgott aus. Ja, finde ich auch. Das freut mich sehr für euch beide. Hihi. So, hey Nils, ich habe es noch geschafft. Sorry, aber ich habe gestern gemeint, dass ich vielleicht nicht kommen kann. Bis später. Das ist doch alles gut. Turkey ist doch gar kein Problem. Alles ganz entspannt, mein Junge. So, Kasram. Die haben alle keine Lanzen. Den hier habe ich gerade, genau. Wie er da einfach nur schwimmt. Tschüssi. Ja, da. Willkommen zurück, Baki. Baki, Baki, Baki. Was zur Hölle?
Super Bild, ja, ne? Finde ich auch. Oh, ein Zwacken. Chillt mal, ihr Typen. Alles klar, bis später. Eine Zitterforelle. Oh, die ist neu. Ich habe also immer noch nicht alles hier entdeckt. Das ist so krass. Na, komisch, bei mir hatten sie welche. Da sind auf dem Weg so drei Echsen an einem Lagerfeuer. Einer von ihnen hat immer eine Lanze. Okay. Na, da gucken wir gleich mal. Gib mir euer Zeug! Schwert kaufen, ja. Naja, mehr oder weniger. Du olle, ups. Du oller Typ da. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier so was Nerviges langweilig machen. Aber ich will sehr, sehr gerne. Ich will wirklich sehr, sehr gerne für mein Haus. Alle Waffen der, ihr wisst schon hier, ne? Alle Waffen der Recken haben. Mittlerweile. Gemein, ich will auch Süßes. Hm, Kekse, wer ist hier meine Kompanie? Ja, wo ist die Nudel? Ist eine gute Frage. Meine Lanze! So viel zu weit wurf, ne, Leute? Ui! Zieh ich das mal rein? Nudel gab's zum Abendessen. Guten Abend, Uark! Schön, dass du einschaltest. Willkommen bei uns im Stream. Aber noch einmal will er die Reckenwaffen, aber er hatte Urbosas fast weggeschmissen. Mann, Jana, als ihr mir gesagt habt, ja, also ich hab die einfach in das Haus gehangen. Seitdem denke ich mir halt auch, ja, kann man ja machen. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Dann hat sich auf meinen Bauch gelegt und schläft. Süß. Süß, Barki. Elektrofall, cool. Ah, die haben alle Elektrofeile, Hilfe! Ihr Penner! Chill mal, Junge. Wow, was mach ich denn? Link, pass auf! Au, au! Au! Dann droppen sie eine Holzpfeile, ihr Spinner. Was ist los mit den Typen? Chill doch mal! Oh, mein Bogen! Alter, wo bin ich hier gelandet? Das ist ja ein richtiges Echsenminenfeld. Aber irgendwie hat immer noch keiner eine Lanze. Wo surft der hin, Mann? Das gibt's doch nicht. Droppt mir doch mal hier was Cooles. Ein Königsbogen. Wow. Der ist aber stark. Ein 53er Bogen. Der ist fast so stark, dass ich ihn eigentlich holen könnte, wa? Also eigentlich. Sollte ich mir den mitnehmen, Leute? Ich habe ja so viele Chimärenbögen. Die sind zwar auch alle übelst krass und übelst gut, aber
Ich weiß nicht. Soll ich mir so einen 50er Damage-Bogen, so einen fast 60 mitnehmen? Hm. Bist du da nicht durchgelaufen beim ersten Mal? Nö. Zumindest. Ich weiß ja nicht mehr, wie bin ich denn hier hingekommen? Ich weiß es ja nicht mehr. Ich vergesse sie und muss was erledigen und jetzt wird gechillt. Ja, ist ja richtig so, ne? Schön chillen, Baki. Was ist denn hier los? Trag meinen Brief sicher zu ihm. Oh, Fine. Hast du auch einen Wunsch an die Wasserfee? Nee, oder? Dann kannst du ja mal einen Behälter oder sowas dabei. Hast du ja nicht mal, ne? Dann bist du im Boot. Na klar. Das kann doch nicht sein. Du denkst wohl, nur weil ich ein Kind bin, würde ich alles glauben. Ein Reisender also, das trifft sich gut. Dann hätte ich eine Bitte an dich. Folge dem Brief, den ich schwimmen lasse. Sprich mit der Person, die ihn findet und komm dann zu mir zurück. Ich möchte gerne wissen, was für eine Person das ist. Du denkst, ich soll einfach selber gehen? Ja, ja, ich sehe es dir an der Nasenspitze an, aber meine Mutti möchte nicht, dass ich weiter von hier weggehe. Deshalb erfüll mir doch bitte die... Ja, wenn es sein muss. Hihi, blub. Blub. Vielen Dank. Gut, dann werfe ich jetzt den Brief ins Wasser. Bis... Ja, ja. Muss gut aufpassen, wenn der Behälter ist sehr zerbrechlich. Soll ich jetzt echt... Ist sie dein Ernst, Mann? Scheiße! Ich weiß ja nicht. See der Träume. Wenn es mich nicht täuscht, weil ich gerade die Map gesehen habe, war es südlich vom See der Träume. Alter, was? Wo ist hier der See der Träume? Ufer der Träume. Rotussee. Oder meinst du allgemein hier einfach im Süden? Ist auf jeden Fall gut möglich. Naja, egal. Erstmal hier dem kleinen Mädchen helfen. Eilzustellung. Los geht's! Swap. Fischi, Fischi, Fischi. Oder auch nicht. So, soll ich den jetzt wegbomben oder was? Ach nee, ich kann ja... Ganz entspannt kann ich ja hier den machen. Zack. Können wir den hier machen. Let's go! Der Brief, ey. Ach, Fine. Das ist eine nervige Quest. Meine Cousine heißt Fine. Kann mein Evoli mal aufhören, sich selbst zu verletzen? Alter Felix, was ist denn los mit deinem Evoli? Ist das irgendwie... Hat er schon wieder irgendwelche Probleme? So. Mhm. Immer schön über die Eisdinger. Dann kann ich ganz easy, ohne dass irgendwas passiert, lang gehen. Oh, ich habe noch Zeit. Ich habe ja noch Zeit, meine Freunde. Swap. Gut so. Hihi, cool. Ganzen Fische, ey. Toll, ich wollte alle mitnehmen und habe nur 3 gekriegt. Alter, wo muss ich denn noch hin? Ach nein, jetzt vergesst das Schütteln nicht. Lass mal entschütteln. Au! Na, wo ist der Brief? Da kommt er.
Attacke! Geil. Wem soll ich den denn jetzt geben? Was? Ich habe diese Quest ehrlich gesagt nie verstanden. Ah, Paparatte muss los, schade. Hab mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Statt sich mal zu heilen. Ganz ehrlich, LP 1710, warum soll ich mir heilen? Normalerweise trage ich eine Rüstung und da krieg ich selbst von den silbernen Leuten nicht mal 2 Herzen Schaden mit einem Schlag. Wozu soll ich mich heilen? Das sind wie viele Herzen? Das sind fast 8 Herzen, ja, 7 Dreiviertel Herz. Und du fängst das Spiel mit 3 Herzen an. Also ist das auch noch voll entspannt. Ja, Ratte, auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Schlaf schön, träum was Tolles. Und bis hoffentlich Sonntag spätestens, ne? So, ja, aber wo soll der denn hin? Einfach dem Fluss hinterher oder was? Hast du den Brief im Wasser? Der Elise rastet voll aus. Mann. Lass den Brief doch mal im Wasser, du Sau! Ja, Elise. Sei doch nicht böse mit mir. Willkommen zurück, Marcel. Ab wie viel Uhr ist da? Oh, gute Frage. Gute Frage. Also noch würde ich sagen, auch so zu 19 Uhr. Bitte. Hab hier immer nicht sofort auf Anhieb das aktiviert. Das, den Gleiter. Das ist echt nervig. Da, ich drück's 1000 Mal und es passiert nichts. Warte mal, wer 5 Sterne Jafar gezogen hat gestern. Na, ich nicht. Wo ist der? Okay. Na gut, bis denn, Papa. Wie das klingt. Bis denn, Papa. Ja, bis wo muss ich denn hier noch? Ey, das ist ja abartig. Das ist ja abartig, wo ich hier noch hin soll mit dem scheiß Ding. Du musst das ins Wasser schmeißen und warten, bis das Fass beim Reisen ankommt. Da ist die Quest erledigt. Ja, dachte ich mir schon. Irgendwie, also dass irgendwann, während er hier lang fließt, das Ende kommt. Ein Bombenfall. Wow. Also, Mann, Spiel, du bewirfst mich ja förmlich mit Schätzen. Oh nein! Ich hasse es. Ups. Jenny ist doch schon wieder weg. Was meinst du? Achso, kommt Jenny heute gar nicht an? Na, damit ist meine Jenny gemeint, Knusperkeks. Meine Freundin Jenny. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal ganz kurz gucken.
Ach, was willst du denn jetzt? Ich kann dich nicht angreifen, du oder Typ. Ich kann dich nicht... Verdammt! Wow! Was ist das denn? Oh, Mann! Ich kann den gerade irgendwie schlecht angreifen. Der hier wurde noch nicht benutzt. Ja gut, so. Eine Windklinge, die nehme ich doch gerne. So, wo ist mein Brief? Hier ist er. Meiner, ja? Wow, echt wow. Netz, erster weg und dann Twitch neu laden. Was habe ich verpasst? Eigentlich nichts. Nicht viel, Kasram. Ich höre, willkommen zurück. Ja, willkommen zurück, Kasram. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Hi, Mr. Mama. Schönen guten Abend. Die Typen mit den Bananen. Ja, wa? Frag mich ja, wo der jetzt überall lang rollt. Oder wo der lang rollt, wo der lang schwimmt, das Ding. Okay, das war schlecht. Nein, verdammt! Scheiße. Klappt das so? Verdammt. Wie mach ich das denn jetzt so? Also nicht vergessen, der Brief ist leicht zerbrechlich. Leicht kaputtbar. Stopp. Bin voll müde. Na Marcel, wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du ruhig schlafen. Das ist gar kein Problem. Mal schauen, ob es schafft. Ich habe es nicht hinbekommen. Banane an die Macht. Ich finde das mit dem Wetter bei Breath of the Wild geil. Gerade mit dem Blitz echt gut umgesetzt von Nintendo. Ich musste es auch dreimal machen, aber nur weil Link einmal im Wasser ersoffen ist. Was? Wieso? Also wenn ich demnächst wieder weg bin, liegt das am verschwundenen Internet. Okay, Keksi. Dann wissen wir Bescheid. Bring mal jetzt Whisky. Whisky Devil. Yes. Ups, Link, was tust du? Link, du sollst hier rennen und springen. So, dann killen wir den Typen mal. Ups. Hallo, ja genau, zack. Wie der hier halt lang schwimmt. Wow, chill mal. Who let the dogs out? Da geht dir was los. Was ist voll aus mit den Hunden? Leute, ich muss zum Friseur. Wieso, Felix? Wie kommst du jetzt darauf so spontan? Was ist da los? Hey du Typ, lass mir mal mein Zeug in Ruhe. So, wo schwimmt denn jetzt da seid? Ich muss auch zum Friseur. Nils, seine Frisur sieht ja schon nice aus. Dankeschön. Das ist sehr lieb, danke. Ich gebe mein Bestes, dass die Haare cool sind. So, ich glaube, da ist das Ziel.
Da wird das Ziel sein. Ja, da wird wohl irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Reisender hocken oder so. Das wird jetzt hier schön lang fließen. Hier hinten hin. Da wird gleich irgendwie einer sein, bestimmt. Ich habe naturschwarze Haare. Ja, voll cool. Früher wollte ich immer schwarze Haare, aber naja. Das Blackie Wort des Streams 2017. Chillt mal. Kann ich das Ding irgendwie antreiben? Ich will mal ein bisschen schneller. Ja, cool. Voll nice. Oh nein, nicht Obosa. Nein, nein. Wie habe ich diesen Krug gefunden? Welchen Krug? Hi, Rikaya. Schön, dass du im Stream bist und einfach mal Fail schreibst. Das kommt jetzt aber plötzlich, aber warst du schon mal im Dorf des Horas? Ja. Verstehe, verstehe. Ist das weit von hier? Nicht so weit eigentlich. Verstehe. Ja, Entschuldigung. Ganz vergessen, mich vorzustellen. Sasan, mein Name. Bin fahrender Händler. War eigentlich auf dem Weg zum Dorf der Zoras. Da habe ich in der Bucht ein Fass mit einem Brief darin entdeckt. Der Absender war eine Zora namens Fine. Seitdem bin ich hier und wir schicken uns Briefe hin und her. Cool. Meine Briefe werfe ich natürlich nicht ins Wasser. Ich gebe sie Reisenden mit, die auf dem Weg zum Dorf der Zoras sind. Hast du diesen Brief verfolgt? Ja. Wahrscheinlich hat sie sich gebeten herauszufinden, was für ein Typ ich bin, oder? In einem meiner Briefe habe ich mich als todesmutigen Abenteurer beschrieben. Danach wollte sie mich treffen. Leider bin ich ein ziemlicher Angsthase. Und weit rumgekommen bin ich auch nicht. So kann ich wohl kaum so ergehen. Tja, dumm gelaufen. Ich hätte wohl nicht lügen sollen. Innere Werte zählen, mein Junge. Innere Werte? Hm, danke, dass du das sagst. Gut, ich sollte wohl einfach meinen Mut zusammennehmen und zu ihr gehen. Die Gefahr einer Flut in der Gegend scheint wohl auch abgewendet geworden zu sein. In dem Brief hat sie geschrieben, sie warte im Dorf der Zoras auf mich. Ich werde auf der Stelle dahin laufen. Und auf dem Weg erlebe ich ja vielleicht schon ein paar Abenteuer. Bis dann. Wir sehen uns im Dorf der Zoras. Ja gut. Junge, die Fine ist eine Minderjährige, das ist ein kleines Kind. Schnitz! Das ist eine Minderjährige, Typi. Du kannst dich einfach so ein Mädchen anmachen. So, Nils, hättest du Lust, am 6.5. in Berlin zu chillen? Das kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil 6.5. ist noch lange hin. Vanni ist doch kein Kerl. Ich bin mal weg. Noch einen schönen Abend. Wann kommt der Livestream? Wie viel Uhr sogar, Nils? Also allerspätestens am Sonntag so zu 19 Uhr. Das Problem ist halt, morgen komme ich so gegen 23 Uhr nach Hause und je nachdem, wie ich mich fühle, kommt dann morgen eventuell ein Stream. Aber sonst würde ich sagen, kommt morgen kein Stream. Und wir können uns alle Sonntag so zu 19 Uhr wiedersehen. Ah, okay, Kasram. Gut zu wissen. Das ist die Frage. Eierzustellung. Muss ich jetzt... Nee, es ist... Ich bin richtig. Hihi, blub. Alter, macht da voll das kleine Mädchen an, der Typ hier. Ja, hallo, na, meine kleine Süße. So, was ist denn los hier? Na, du bist es. Sasan, hör mal, das hier ist der nette Herr, der dafür gesorgt hat, dass mein Brief heil bei dir ankommt. Na, hallo, ja, wie du siehst, habe ich es tatsächlich bis ins Dorf geschafft. Dank dir habe ich den Mut zusammengebracht, mich mit vielen zu treffen. Zumindest denke ich, dass du mir geholfen hast. Vielen Dank, dass du unserer Freundschaft auf die Sprünge geholfen hast. Ach, Freundschaft, na denn?
Satan und ich waren uns einig, dass wir dir eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten. Das von uns beiden hier. Drei Rubine, geil! Cool. Satan, wir müssen bald mal zusammen auf ein todesmutiges Abenteuer gehen. naja, tolle Idee. Na gut. Mein Spiel ist kaputter, als ich dachte. Erst Blutmond am Tag und nun Krux im Flug finden. Ja, geil. Der Zocker Marco MC. Hi, schön, dass du reinschaltest. Ja, dann merkt ihr das Datum. Haha, wer in Berlin und wäre schon cool. Alles klar, weiß ich schon mal Bescheid, Marcel. So. Ja, Vanni heißt echt Vanessa, Leute. Ist schon irgendwie... verständlich. Was hat hier? Vogelnuss. Hm. Na, wo geht ihr zu zweit hin, hä? Hä? So, also, wie war das da? Von hier aus werde ich... Das war ja hier irgendwo, ne? Hier irgendwo hat es angefangen, beim Ufer der Träume. Dann porte ich mich mal hier hin und fliegt dann los. Wo ist eigentlich Chris? Immer noch bei seinem Date? Nein, eigentlich hatte er ja vorgestern das Date. Gestern hat er keine Ahnung. Und heute keine Ahnung. Wo ist er überhaupt, Mann? Also wie immer, habt einen schönen Abend. Ach, Knuddel, Kussplakeks hat gerade kein Netz mehr. Schade. Ich komme am Sonntag ziemlich sicher. Das ist schön. Bis dann, ihr Black Bananas oder was auch immer. Wir sind keine Bananas. Was soll denn? Schlaf schön, träum was Tolles, Knusperkeksi. Entspann dich schön. Viel Spaß morgen und übermorgen. Und ja, wir sehen uns dann am Sonntag spätestens. So. Also südlich hat er vorhin schon gesagt. Also hier irgendwo in dem Dreh. Dann fliegt du einfach von hier aus so schräg. Hä, sehe ich da gerade noch einen Schrein, den ich noch nicht habe? Oder ist das einfach Lava? Oh! So, muss er jetzt einfach hier irgendwo sein. Hallo! Nice. Ich mag schwarze Haare mit blauen Augen. Sexy as fuck. Hat der Typ gerade das kleine Zora-Mädchen angemacht? Voll der Pedo. Will nicht wissen, was er alles mit dir machen wird. Ja, schrecklich, oder? Also. Oh. Die sind's, wa? Warte mal, da es gerade regnet. Ich kann doch einfach hier. Guck mal, ich hab 406 Elektropfeile. Was zur Hölle? Lass uns doch einfach mal ein bisschen. Ja, genau, hier. Kann jemand für mich mal irgendwie weiter trainieren? Nö. Und dann vor allem, ich sag ja, sie gehen jetzt auf ein Abenteuer, ne? In Anführungsstrichen. Habe ich mir gerade selber Schaden zugefügt dadurch? Ich weiß es nicht. Grillwild, geil. Die haben sich ganz schön gefreut, die Typen, aber irgendwie haben die mir immer noch keinen Dings gegeben. So, vergesst nicht, dass die Zoras nicht zu vergleichen sind wie Menschenjahre. Ja, stimmt schon. Also, das kleine Mädchen wird wahrscheinlich älter sein als der Typ. Ja, deswegen findet er die auch so. Mann, die sieht trotzdem aus wie ein kleines Mädchen. Der kann die auch nicht scharf finden. Das ist doch. Hm. Hau die Elektro raus. Erstmal einen geilen Burger gemacht. Der geil, Max. Gönn dir. Guten Hunger auf jeden Fall. Ah, geh weg. Geh weg. Ah, geh weg. Scheiß Fledermäuse. Könnte es sein, dass da gerade ein... Aua! Mann! Könnte es sein, dass da gerade ein Dings war? Ich glaube, ich sollte mich jetzt heilen. Könnt ihr ein Krog sein? Nee. Ein Oller Frosch. Jetzt bin ich verwirrt. Dort war meine Lanze. Wer sieht aus wie ein kleines Mädchen? Na, Fine. Hast wohl die schönsten Gene geerbt. Mit wem? Worum geht's? Um wen geht's jetzt? Hast du von Spiel zu Spiel unterschiedlich? Oder von Blutmond zu Blutmond? Hab die Lanze im Lager gefunden. Das war knapp neben dem Weg, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu weit, wa? Mann, ich will nur eine fucking Lanze, so eine fucking Zora-Lanze.
Oh. Geil, Marco. Das ist nice. Alter, Turkey ist gelangweilt. Was soll denn das? Ja, hier war ich vorhin schon bei den Typen hier. Ach ja, hier war ja... Höh, der Bogen ist jetzt schwächer als vorhin. Vorhin war aber irgendwie 58 Damage. Fies. Oh, eine Route. Naruto. Ja, pass auf, ich fliege noch einmal hier runter, aber das war's dann. Dann scheiß mal drauf. Wer ist Fine? Das kleine rote Zora-Mädchen da. Nee, nee, Zocker Marco. Also eigentlich wollte ich heute die letzten Erinnerungen sammeln. 5 Stück fehlen mir noch. Und dann, wenn ich die alle habe, dann bin ich ready für Ganon. Dann würde ich gegen den kämpfen und danach halt noch weiter questen und suchen und so. Na, irgendwie kommen wir alle nicht voran. What the fuck, Vanni und Marcel, was ist denn bei euch schon wieder los? Wir sind hier keine Dating-App. Wir sind hier nicht LaVou. Gibt's hier nicht irgendwo Gegners, die mir eine Zora-Lanze geben? Zora-Lanze. Zora-Lanze. Genau du da. Ich weiß nicht, also ich fühle mich hier leicht verarscht. So, meine Lieben, bin reif für die Falle. Schlaf gut. Alles klar, Nano. Schlaf schön, was Tolles und schön, dass du dabei warst. Die liegt links auf der Anhöhe vor dem Durchgang. Links auf der Anhöhe vor dem Durchgang. What? Also nochmal hier hin. Okay, auch Chili eine gute Nacht. Ach, Chili haut auch ab. Ach, Mensch. Das bin ich schon länger am gucken, als ich eigentlich vorhatte. Das soll gut, Celine, das soll gut. Ja, ich wünsche euch allen, die jetzt gerade schlafen gehen, eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träum was Tolles. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, man sieht sich dann spätestens Sonntag wieder. Wäre natürlich geil. So, meine Cola ist leer. Was machen jetzt, Leute? Meine Cola ist leer. Scheiße. Lecky, geh da jetzt den Berg hoch. Den hier. Nein, nicht teleportieren. Na, warten jetzt. Warte mal, pass auf. Wir gucken auf die Karte. So, also hier den Berg hoch. Hier so, oder was? Also hier in dem Bereich irgendwo. Kommt das hin? Kommt das hin? Ich drehe extra ein bisschen länger. Kommt das hin? 100% Run? Mehr oder weniger. Wasser trinken ist eh gesünder. Aber nicht, wenn ich streame. Nicht, wenn ich streame. Guckt nochmal im Dorf der Zoras nach. Laut Internet gibt es dort eine Zeremonienlanze ab und zu. Ab und zu? Wo denn? Wie denn? Weil Zeremonienlanze habe ich auch noch nicht. Ich habe halt bisher nur diese Sterndingser-Lanze gehabt. Ich kündige meine Abos für den lieben Nils, dann bleibt mehr zum Spielen. Mach das nicht. Die Abo-Typis, die freuen sich doch auch, wenn du da bei denen irgendwie abonnierst. Hier war ich auch noch nicht beim Rallyes-Zeichen. Müssen wir uns mal angucken. Gerade wenn du streamst, Vorbildfunktion und so. Oder bekommst du einfach Geld fürs Product Placement? Nein. Schön wär's. Toll, hier ist nix. Warum ist denn hier nix? Oh. Hallo.
Was zum? Oh, mein Auge! So, ich hab ja gerade coole Dings ausgerüstet. Chill mal. Crash. Ja, in Schlag und er ist down, geil. Hätte ich die Quest mit dem Reckenlied noch nicht gemacht bei den Zora? Nein. Die Ding rum ist wohl ein Overlord, Overworld Item. Wenn man unter dem Zora-Dorf ist, kann man im Wasser. Man geht sogar auch nach Zora. Ah! Das ist, glaube ich, das, was am schnellsten gehen sollte. Würde ich mal vermuten. Wir machen das mal. Ja, aber ich habe eigentlich noch fast gar keine Quests gemacht. Wisst ihr ja doch. Ich will jetzt halt so eine Lanze haben, Leute. Es tut mir so leid. Einfach mal stundenlang suchen wir nach so einer ollen Lanze und machen hier nur Scheiße. Na, die Recken. Kennt man doch. Da ist ein Bogen. Zora-Bogen. Bäh. Fail. Deshalb sammle ich nur die Krogs, die ich brauche. Das Geschenk für die 900 Krogsamen ist wie ein Schlag in die Fresse. Ja, ist halt echt so. Oh, ein Fisch. Bin ich jetzt doof? Wo ist denn das Ding? Hier. Respawn diese Zora-Waffen unter der Stadt auch. Bestimmt, wa? Zumindest irgendwie dämlich, wenn nicht. Was ist der Preis für 900 Krogsamen? Einfach ein goldener Kack kaufen. Guck ansonsten an der Ranell-Quelle nach Hyrule-See. Hier sind überall nur Kisten. Also ganz ehrlich, ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Ich will doch nur so eine scheiß Lanze wiederherstellen, Mann. Das ist er doch! Das ist er doch. Mann, hat aber auch nur gar nicht lange gedauert. Uff. Aber gut, jetzt können wir uns jetzt hier Moni-Lanze machen. Die andere Lanze. Ich frage mich, wo ich hier. Wo kann man denn hier laut euch die Dings finden, die Lanze?
So, hallo. So sieht man sich wieder. Ich will nicht Schubnanze. Ja, 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 ja. So bring mir. Ja, so. Oh. Was? Ich hab. Warte, oh, was ist denn? Ich dachte, Mann! Krass raus! Die scheiß Kinder, Mann! Ja, du lachst ja, du lachst ja. Pass doch auf! Nö! Nee. Komm dir eine Fresse! Nee, das ist die falsche. Das wird er nicht sein. Er braucht eine Zuckerlatte. Ach! Oh Mann, Nils, wisst ihr eigentlich, wie beschissen das war? Und deine Evolis, du und deine Evolis, Mann! Ich geb dir deine Zuckerlatte für deine Evolis. Das Spiel verarscht mich so sehr. Ipuna hat dich wohl nicht gehört. Ist mir klar, Mann! Was ist das? Erstmal einen Apfel klauen. Mann, no way! Wisst ihr was? Scheiß auf die Kacke. Scheiß auf die Kacke. Der hat eine Zora-Lanze. Gib mir deine Zora-Lanze, du Typ. Gib mir die Lanze. Torfo. Oh. Ne, was riecht hier denn so? Du hast den Hinox von. Ja. Boah, dein Ernst? Oh, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Danke, Schätze. Als Rekord, der unter aufgeregt hat, spielst du in deiner eigenen Liga. Dann nimm mir das hier. Schon gut. Der perfekte Muffin für Nils. Jetzt, ich weiß, wie du sie bekommst. Erzähl, erzähl, erzähl. Ich muss stärker werden. Nee, du gibst mir einfach deine Lanze. Du. Ipuna hatte ich wohl nicht gehört. Das ist mir klar. Ich pfeife aus Protest. Oh. Hier liegen schon mal ein Schild und ein Schwert. Jetzt wird's aber interessant. Muhahaha. Ich muss einfach gucken. Ich muss einfach rumrennen und gucken. Ich fühle mich so dumm, ey. Ich renne jetzt durch die Gegend und wo ist hier nur das Hochalanze? Du. Quellen von Ranell. Quellen von Ranell. Und wo hier? Quellen von Ranell und wo? Oh mein Gott. Beim Hyrule-See? Wo ist denn hier der Hyrule-See? Ich will jetzt nochmal die Zora-Lanze. Ja. Ich warte jetzt hier so lange, bis wir das haben. Ja, Hyljasee. Es gibt hier keinen Hyljasee. Oder meint er jetzt richtig hier Hyljasee? Aber das ist wieder nicht Quellen von Ranell. Ach so. Ja, na, wo denn bei den Quellen von Ranell? Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur ein kleines Gebiet. Das ist ja alles hier Quellen von Ranell. Ich sag dir schon dreimal. Beim Hyrule-See. Und wo beim Hyrule-See? Ich will weiter schon auch ins Bett. Bist auf jeden Fall ein super Typ. Dankeschön. Da geh ruhig schlafen. Ist doch gar kein Problem. So, und wo beim Hyrule-See? Hä? Krass dir gleich aus, Mann. Hallo, beim Hyrule-See. Aber wo denn? Der ist groß. Wie Blackies mitten im Stream. What? So, ich bin wieder da. Meine Mama redet manchmal auch viel. Wie Blackies mitten. Aber er hat ja nicht viel geredet. Bucht. Bei der Ranell-Bucht. Irgendwo hier. Ja. Weiter oben, weiter unten, hier drinne oder was? Mann, Leute, Armin Jels. Er ist halt echt so. Nicht Hühnersee. Bucht. Oh, da knackst mir erstmal der Rücken.
Aua, alles knackst. Darauf, dann hol ich mir jetzt erstmal einen Nogger. Oder so was ähnliches. Nein, ich hab keinen Nogger. Leider nicht. Ich hab nur hier so krasse Scheiße hier hin und gönn mir jetzt so einen Riegel. Aber ich werd mal langsam müde, ich gehe dann nächtigen. Alles klar, Marcel. Ja, so viel zur Erinnerung sammeln war. Jetzt ist der Stream schon fast vorbei und. Aua. Na Marcel, könnte man machen. Irgendwann mal. Das Problem ist, aktuell komme ich nur zum Zocken, wenn ich auch wirklich im Stream bin. Und sonst privat gerade gar nicht. Und dann ist auch noch ein Problem, ich habe Halo halt ewig nicht gezockt. Ja Marcel, schlaf auf jeden Fall schön, ne? Träum was Tolles. Ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens Sonntag wieder. Ich finde hier heute noch meine scheiß Zora-Lanze, ganz ehrlich, Leute. Und wer ist das Letzte, was ich heute mache? Hi, Blue Blood Royal. Schön, dass du reinschaltest. Was zur Hölle? Vanille? Mir jetzt noch jemand sagen könnte, wo genau ich hier jetzt eine Zora-Lanze bekommen soll. Ich guck schon immer vergeblich zum Chat. Aber es tut sich nichts. Hier so ein krasser Wind. Was ist denn hier los? Wieso ist denn hier so ein krasser Wind? Also ich war hier noch nie, aber... Ne? Uiuiui. What the fuck? Was ist denn das hier? Da sehe ich gerade einen Schrein. Da ist auch eine Schrein auf. Ja, sehe ich gerade. Community ist sich nicht eigentlich übertrollt. Voll fies. Schuppenlanze, Akala, Hochebenen und Quellen von Aranel. Schuppenlanze brauche ich nicht.
Fast. Yeah. Ich sag auch mal gute Nacht, weiß noch nicht, ob ich Sonntag den Stream gucken kann. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich schon mal für längere Zeit, da ich ab Dienstag erstmal 6 Wochen ins Krankenhaus muss. Oh, ach man, das ist ja echt schade. Ja, see, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns Sonntag sehen. Ansonsten hoffentlich irgendwie während deiner Krankenhauszeit. Ich hoffe, dass während der Zeit, wenn wir uns echt nicht mehr hören. Ich hoffe natürlich, dass beim Krankenhaus oder im Krankenhaus dann alles gut läuft. Dass das alles möglichst schmerzlos ist und so, dass es dir dann gut gehen wird und so. Dass du keine Sorgen haben musst, dass alles toll wird, ja. Ansonsten habt noch heute einen schönen entspannten Abend. Schlafe schön, träum was Tolles. Und ja, ich hoffe, man sieht sich halt bald wieder. Und schön, dass du dabei warst. Dann gute Nacht, Celine. Go back down the road. Leaving Zora's Domain. At least one of the little camps along. Ja, hatten sie ja nicht. Hatten sie ja nicht. Hatten sie ja nicht. Das ist ja das Doofe. Marcel, ich habe schon tausende Chimierlanzen. Ich will die Lanze ja nicht zum Kämpfen. Ich will sie, weil ich damit halt die Zeremonienlanze, die Lichtschuppenlanze wiederherstelle. Und das ist halt eine Schatzwaffe vom Recken. Und die möchte ich ja sehr gerne in meinem Haus hängen haben. Kastram. Als ich meine letzte Zora-Lanze besessen habe, da hatte ich noch nicht mal die Fotofunktion. Mal gucken, wo man hier jetzt noch überall Wind hat. Oder Felsen. Na, Link, was tust du? Na? Was willst du machen? Sorry. Da war ich wohl noch nicht im Stream. Alles cool. Jetzt bin ich gespannt, ob Nils die Aufgabe versteht. Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht richtig durchgelesen, was er gesagt hat. So, gucken wir mal nochmal. Die Felsen sind zerbrochen entzwei. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Land der Nimmermüden Winde, breite vom König gewährte Schwingen. Setze den Fuß auf Land geschwinde und die Helme von soll gelingen. Dritte den Text des einen Liedes. Ja. Die Felsen habe ich jetzt alle zerballert. Dann soll ich jetzt ganz schnell langfliegen oder was? Und setze den Fuß auf Land. Vielleicht kann man hier einmal, ja keine Ahnung, einmal eine Linie abfliegen. Wisst ihr, was ich meine? Aua. Aua, jetzt ist gut hier. Wenn man im Spiel eine bestimmte Telefonnummer wählt, bekommt man eine Mailbox-Zusage von mir zu hören. Was? In dem Spiel? Was? Worum geht's gerade, Freaky? Ich sehe, dass du alle Felsen kaputt gemacht hast. Nee, hier fehlt halt noch was.
Jetzt tut sich doch was. Ich muss hier vorne starten und dann muss ich einmal rumfliegen. Ich schätze mal fast, dass ich hier starten muss. Oder auch nicht. Hier so, zack, dann hier. Oder hier hinten muss ich, glaube ich, starten. Hier ist der Anfang. Das sieht so mehr nach diesen spaltenden Felsen oder Steinen oder wie auch immer aus. Dann lege ich mir jetzt hin, wünsche euch einen tollen Stream und eine gute Nacht. Die können ja nachher nochmal schreiben, wie in dem Osterpaket, ja? Wegen schicken und was so wäre wichtig. Können wir machen, Marcel, kein Problem. Schön, dass du nochmal reingeschaut hast, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche natürlich auch eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön, träum was Tolles. Und ja, viel Entspannung und so weiter und dass man sich hoffentlich spätestens Sonntag im Stream wieder sieht. Ups. Fail. Das war ein Fail. Aber ja, so geht's auf jeden Fall. Ich muss bestimmt von hinten aus starten, dann muss ich einmal rumfliegen. Ich weiß nicht, ob du den Schrein schon gemacht hast, vielleicht findest du dort dein Glück. Okay. Auf dem Weg zu den Schreinen findest du welche, sagt Komplettlösung. Diese Komplettlösung. Na, mal gucken. Langer Text incoming. Oh nein, warum? Bei den Zoos könnt ihr die ersten permanent. Okay. Ja, ich muss gleich mal gucken. Wir gucken einfach gleich mal. So lang ist der Text doch gar nicht. Ja, nice. Laut Inet gibt's dort eine 100%ig. Neji Yoma heißt der, nahe der Zoras. Okay. Ich bin dann mal sehr gespannt, was hier in dem Schrein ist. Danach gehen wir zum Neji Yoma Schrein. Der gute Shiyota, was schenkt er mir denn jetzt so? Finde ich gut, nehme ich mit. Alter, Tolga, Felix, wispert euch das so bitte. Ja, ist echt so, hier euer Pokémon-Zeugs. Das ist hier manchen Leuten wirklich vielleicht ein bisschen zu nervig. Niemals! Voll fies. Kann man schon wieder über 4, cool.